Da haben wir jetzt sehr viele, die meisten sind wahrscheinlich nicht mit dabei, aber jetzt eine ganze Menge Ach, schon. Vollbild hier. Ja, geht. Cool. Oh, großer Siehst Gott. du schon? Ich sehe hier Roblox, Molly. Was meinst du zu Roblox? Wir fangen oben an, würde ich sagen. Warte, ich stehe eben gerade mal. Bessere Musik. Okay, fangen wir oben an. Hier haben wir Bioshock. Bioshock. Ich sehe das nicht, ist eins welche. von den Spielen, Die sind die so klein. tatsächlich. Die sind so klein, die Dinger. Ich sehe da nicht, was das für ein Teil Was ist. soll ich da erst sagen? Kann man irgendwie das übertragene Bild komplett auf Vollbild machen oder Sekunde. geht das nicht? So, hier. Ach, man könnte auch Pop-Out machen. Ich hab rangezoomt. Bioshock. Siehst du es? Moment, ich bin gerade, glaube ich, rausgegangen. Oh, scheiße. Ich habe gerade hier irgendwas kaputt gemacht. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Also okay, Vollbild. Ja, Bioshock. Also ich habe es nie gespielt, aber ich will es unbedingt mal spielen. Ich habe es auch nicht gespielt. Ja. Have not tried this game, können wir gleich reinpacken. Ich werde die meisten Spiele nicht gespielt haben, aber. Also wo ja, ich aber schon, ich halt wahrscheinlich, ne? Ich sag's mal, wo ich ihn jetzt. Ich würde jetzt mal dazu zählen lassen, das gilt zwar nicht ganz, aber ich würde es dazu zählen lassen, wenn ich ein Let's Play davon gesehen habe. Also wenn ich das Let's Play bei Gronkh zum Beispiel komplett geguckt habe, dann würde ich es momentan als würd ich auch, vor allem Spiel bei durchzählen. Halt, ne? Zum Beispiel Until Dawn sehe ich da gerade. Das habe ich noch nie selbst gespielt, aber will ich irgendwann mal machen. Aber das habe ich schon. Ich habe es einmal bei Gronkh gesehen und einmal bei Let's Play Markus gesehen. Daher würde ich komplett ja, sagen, geht mir ähnlich. Habe ich eine Ahnung von uns. Also wenn ich da was dazu sagen kann, wie ich schon mich kenne, dann. Ja, auf jeden Fall. Okay. Castlevania haben wir hier für Welcher PlayStation. Teil ist es? Welcher Ein Teil Teil für ist die es? PlayStation. Ich kann sie gerade nicht sehen. Symphony of the Nights steht dort. Oh, irgendwo. Das ist ein fantastisches Spiel. Das ist so ziemlich das erste Metroidvania, was es jemals gab. Also das erste mit dem Prinzip, findest ein Item also und dadurch bekommst du eine Fähigkeit, wodurch du einen neuen Weg gehen kannst. Warte kurz, ich ändere mal kurz noch meine Stream-Info in. Ich mache zumindest den Titel, werde ich jetzt nicht ändern, aber ich werde mal gerade noch mal. Mal gerade Just Chatting rein, nicht, dass du unter Minecraft noch weiter streame. So, die Titel lasse ich einfach mal drin, Minecraft Arno. Das heißt drum, dass ich in der Just Chatting Kategorie auftauche. Ja, Castlevania, ich persönlich habe es nie gespielt. Obwohl, ich habe mal einen Let's Test dazu gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da. Habe ich da einen Let's Test dazu gemacht? Ich habe es auf jeden Fall einen. Ein Spiel habe ich auf jeden Fall mal gespielt, irgendwie ein Retro-Spiel zu. Irgendein Castlevania habe ich mal gespielt. Ich glaube, auf dem 3DS war das mal, Moment, das ich gespielt habe. War es ein lineares Jump'n'Run oder wen hast du gespielt? Hast du einen blonden Typen gespielt oder hast du. Also, es war gar kein Jump'n'Run irgendwie. Das war. Ich weiß es gar nicht, ist ewig her. War es ein also 3D-Spiel? Generell. Nee, es war 2D. Okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es sogar Symphony of the Night war. Ich habe irgendwann eins mal gespielt, aber ja. Ich guck mal eben nach, ob es dafür ein Re-Release auf 3DS gab. Moment. Also ich würde es zu Have Not Tried the Game packen, weil ich habe da keine Ahnung zu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Modi. So, Castlevania 3DS. Es müsste. Moment, das ist. Würden wir uns auf Have Not Tried Game. Ja, ich hab's ja selber auch nur einmal in meinem Leben gespielt. Also ja. Ja, aber ich hab mir sehr viel dazu angeguckt. Ich find's persönlich sehr gut, es steht auch auf meiner Liste mit, muss ich unbedingt noch machen. Okay, dann haben wir Fallout New Vegas. Bestes Fallout. Mit Abstand. Habe ich auch nicht gespielt. Bin ich auch nie. Nicht. Ich habe viele Stunden darin versenkt und ich habe von demselben Studio, was ja im selben, quasi im selben Stil gehalten ist, auch noch. Aber Fallout Outer ist auch World. Was. Ich habe ja Outer Worlds tot gespielt, deshalb würde ich sagen, was hast du alles für Kategorien oben? Aber Fallout will ich. Fallout ist auch was, wo ich sagen würde, will ich nicht spielen. Das ist jetzt nicht so was ich mich traue. Ich habe jetzt Masterpiece, Amazing, Great,
Ich würde mal auf Very Good, good, ich würd auf very good machen, weil es ist halt gealtert. Man merkt sich Steuerung. Ich übersetze das gerade mal, weil ich das... Ich dachte gerade für einen Moment, du schreibst einfach nur Beste rein. Beste. Beste dieser. Genau. Sehr gut. Gut. Okay, das ist jetzt very good. Okay. Sehr gut, gut. Okay. Naja. Immer schlecht. Was kommt noch dazwischen? Gerade so. Sehr schlecht. So. Dann machen wir hier noch. Übrigens fürs Protokoll, es war höchstwahrscheinlich Castlevania Lords of the Shadow. Das kommt mir bekannt. Ja, genau, das war's. Ja, der Name sagt, da klingelt was in meinem. Was? Das sah auf den Bildern jetzt gerade schon richtig, richtig hart scheiße aus. Also ja, das ist Mirror of Fates, das sagt, das klingelt was in meinem Kopf. Ja. Das war's. Also das sah nicht gut aus. Das kenne ich aber zum Beispiel überhaupt nicht. Aber Symphony of the Night und das andere. Die Leute wissen, was ich meine. Die finde ich super. Da habe ich mir auch viele Speedruns zu angeguckt. Das ist einfach nur insane. So, gerade so noch. Naja, kannst du bleiben. Okay, kommt dann. Grün. Gut. Komm, lass es. Du musst nicht so viel Aufwand da reinstecken. Und so. Sehr schön. Toll eingefärbt. So, Fallout New Vegas. Was also sagen wir dazu? Ich würde es auf obere Mitte irgendwo setzen. Ich habe es nicht gespielt. Du hast nicht gespielt, aber ich kann halt dazu was sagen. Deshalb. Aber Mitte, also. Gerade so? Naja. Okay. Ich würde es auf okay setzen, ehrlich okay. gesagt. Einfach nur, weil die Steuerung halt alt ist, weil die Grafik echt nicht mehr gut aussieht und man es nicht ohne die DLCs gemoddet kriegt. Mhm. Ansage an die Modder. Okay, Half-Life. Half-Life habe ich tot gespielt. Ist ein sehr gutes Spiel. Habe ich ebenfalls nicht gespielt. Ich würde sogar auf Naja setzen, weil es ist definitiv schlechter als Fallout. Also Naja. Ja. Dann haben wir Street Fighter 2, Klassiker. Street Fighter 2. Wer von uns hat Street Fighter 2 nicht gespielt? Jedes Street Fighter Flash Game ist Street Fighter 2. Und ich fand es furchtbar. Immer. Ich hab's wieder nicht gespielt. Das ist halt. Hast du nicht mal Kampf Flash Games gespielt? Glaub nicht. Oder sowas? Nicht Boah, wirklich. Ich hab das so lang gespielt und ich finde es wirklich, wirklich furchtbar. Ich finde die Steuerung schlecht. Ich finde die Charaktere nicht sagen. Ich habe keinen Bezug zur Reihe. Ich würde sagen, schlecht. Also schlecht, nicht sehr schlecht, aber schlecht. Es ist nicht sehr schlecht, es geht schlechter und ich will die Fans nicht ganz... Und wir werden hier noch schlechtere Sachen sehen. Ja, ich sehe allein jetzt schon schlechtere. Wir haben jetzt hier das ist Super Mario, da steht kein Titel drin. Super Smash Bros. Habe ich leider auch nicht, zum Glück nicht gespielt, weil es ist auch nicht meins. Das ist das, wo ich sage, nee. Da bin ich kein Fan von. Ja, ich bin da auch kein Fan von... Ich sehe, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Also ich würde schon als sehr gutes Spiel aber nichts für mich, also von meinem Geschmack her. Aber hier geht es ja um meinen Geschmack. Hier geht es nicht darum, ob es objektiv... kombinierten Geschmack. Es geht jetzt hier nicht darum, ob es ein objektiv gutes Spiel ist oder nicht. Das ist unser Geschmack. Wenn du es als Video bringst, dann schreibst du bitte in den Titel die objektiv richtige Videospieltierlist. Oder sowas. Ja, nein. Ich würde da fast schon sagen, auf schlecht... Schlecht? Schlecht oder sehr schlecht? Okay, da würde ich dir widersprechen. Also ich ist nicht mein Geschmack, aber auf gut würde ich schon, weil ich sehe, es ist also, ich würde es auf
Ich wäre bei gut, weil es ist halt, es ist ein gutes Spiel. Ja, gut. Ich fühle mich. Aber nicht mein Geschmack, aber es ist halt. Ich würde es auch auf gut packen, weil ich sehe, es ist halt, ja. Ja, es halt, geht halt auch um also Ultimate. Ultimate hat halt nicht mal einen Story-Modus, der gut ist. Also, ja. Ich bin. Das ist wahrscheinlich Fan. Das neueste Super Smash Bros., was jetzt hier. Ja, logisch. Das, das neueste war. Auch viele neue Charaktere, die halt auch. Ja, also gut, ich würde sagen, sehr gut würde ich nicht sagen, aber gut würde ich es durchaus. Ja, okay. Packen. Das ist Team Fortress 2. Das, ja. Das ist Team Fortress 2, das kommt auf nie gespielt. Weil ich weiß, dass die Meme-Community davon wirklich gewaltig ist. Ja, ich hab's auch nie gespielt. Ich auch nicht und ich will es auch nicht, wenn ich mir die Community angucke. Jetzt haben wir Until Dawn, was wirklich ein großes, also ist meine Meinung dazu, ich würde es auf definitiv, also nicht sehr gut würde ich es packen. Ich würde es auf bestes gut Spiel, setzen. Bestes Spiel nicht, aber ich würde es auf gut setzen. Ich bin auch ein großartiger, sehr, sehr nervigen Quicktime-Events. Ich bin auch wirklich ein übermäßig großer Fan von solchen interaktiven Filmen, wo man von solchen, von diesem Genre bin ich auch unheimlich gut. Okay, du sagst Quicktime-Events. Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr dran. Ich hab's nie selbst gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich habe mir es bei mehreren Streamern angeguckt und die haben sich allesamt über die Quicktime-Events beschwert. Okay, dann packen wir es zu gut hin. Packen wir es zu Smash Boss hin. Ja, da passt es auch hin. Sagen wir Warframe. Nie gespielt. Aber ich kenne es vom Namen her. Ich auch nicht. Uncharted 4. Keine PlayStation im Besitz. Muss ich leider sagen. Ja, habe ich auch noch nicht bei wem anders gesehen, also könnt ihr auch nicht beurteilen. Nee, aber ich kann beurteilen, dass der Film ziemlich scheiße wird. Also nicht gespielt. Nein, nicht gespielt. Jetzt haben wir Yakuza 2. Bedauerlicherweise hat Yakuza in meinem Leben bisher nicht stattgefunden. Ich will aber zwei Teile unbedingt mal probieren, von denen ich gehört habe. Also auch nicht gespielt. Nicht gespielt. Jetzt haben wir Battlefield 1. Gutes Spiel. Also auch nicht gespielt, wie gesagt, bei mir. Ja, ich würde sagen, auf gerade so. Ich mag halt einfach diese massiven Online-Shooter nicht mehr, weil es halt immer Leute gibt, die zu gut sind. Na, da bin ich, nee, da bin ich kein. Ich ja, du bist nicht einer davon. Also ich würde es auf nie gespielt, müsste ich aufs nie gespielt machen, aber wenn ich es ranken würde, würde ich es auf schlecht packen. Ich schiele die ganze Zeit hier auf Jungle Party, was zum Henker. Ja. Jetzt haben wir Tony Hawk's Pro Skater 2. Hast du es gespielt? Nee, ich habe die meisten hiervon nicht gespielt, deswegen. Ich habe es tatsächlich gespielt. Ich besitze ja einige alte Konsolen. Und was meinst du? Ist ein gutes Spiel. Ist ein schönes Spiel. Das Remake habe ich mir auch angeguckt. Wo sollen wir es einsortieren? Auf Half-Life-Level würde ich sagen. Ja, so. Beinahe, ja. Mittelmäßig. Ist damals ein super Spiel gewesen. Heutzutage, ja, macht Spaß. Okay, jetzt haben wir Rotz Verurteilung 2. Ich habe den ersten eine Weile gespielt, den zweiten bisher nicht. Aber ich weiß, dass es objektiv ein fantastisches Spiel ist. Deshalb würde ich es auf die zweite Stufe setzen. Habe ich selbst nie gespielt. Ich auch nicht, aber es soll so gut sein. Also bei gut wirst du es hinsetzen oder bei sehr gut. Ich würde es sogar auf sehr gut setzen, weil ich weiß, dass es eins der besten Spiele ist, die es gibt. Ich lasse es nicht über Until Dawn kommen. Lass ich nicht über Until Dawn kommen. Okay. Das scheitert an mir. Haben wir Dota 2. Dota 2 nie gespielt und kein Interesse dran. Okay, Fire Emblem, Treehouse. Da habe ich auch mal einen Teil von gespielt, von Fire Emblem. Habe ich irgendwann mal letztes Jahr. Ich habe auch einen Teil gespielt. Auch für das, glaube ich, irgendwie mal ein Fire Emblem. Bin ich auch kein Fan von. Wahrscheinlich haben wir denselben gespielt. Ich mochte Fire Emblem eigentlich immer. Ich habe keine Erinnerung daran. Es ist absolut. Ich würde also tun, was zu schlecht, oder? Ich würde es auch mittelmäßig, einfach weil wir haben es zwar beide gespielt, einen Teil davon, aber wir wissen halt beide nicht,
nicht mehr, was da genau los war. Allein davon würde ich es schon auf schlecht packen, weil wir halt nicht mehr wissen, was los war. Dann ist ein Game schlecht, wenn es den nicht in Erinnerung bleibt. Weißt du was? Ich würde sogar sagen, okay, schlecht, wenn es die alten Teile wären, okay, vielleicht sogar besser. Aber ich weiß, dass es, seit man die Charaktere, vor allem die weiblichen, mit denen Beziehungen anfangen kann, ist die Community davon furchtbar geworden. Oh je. Das weiß ich, ja. Es ist so ein Spiel geworden. Ich würde es trotzdem auf schlecht packen. Das ja, ist halt schlecht einfach... ist gut. Schlecht ist passend dafür. Okay, Halo Reach haben wir jetzt hier. Halo habe ich nie gespielt und auch nie Interesse gehabt, weil Competitive Online-Shooter nicht mein Fall sind. Competitive ist sowieso nicht meins. Wir haben Sonic Mania. Sonic Mania, welches war das? War das die Collection mit den alten Spielen? Sonic 1 und Sonic 2 habe ich tatsächlich mal privat gespielt. Und dadurch ja, stimmt. Sonic Mania war die Collection mit den alten Collection Teilen. Mit 1, 2 und 3 war, glaube ich, da drin in Sonic Mania. Ja, dann würde ich sogar sagen, okay. Also Sonic 1 und 2 sind gut. Sonic 3 zieht den Schnitt runter. Ja. Ich bin kein großer Sonic-Fan. Also das ist, ich habe es mal ein paar Mal privat gespielt. Ja, ich habe es nie würdig für ein Let's Play gesehen. Das ist also... Es ist, ja, ja, kann man machen. Genauso. Ich kann, also okay, trifft es ganz gut, kann man machen. Ist aber auch nichts, was gut wäre. Let's Play Markus wird jetzt. Let's Play Markus, großartiger Sonic-Fan. Der wird jetzt hier aufspringen. Wäre okay. Ahead in Time. Es hat kommt direkt auf sehr gut. Das ist eines der in den letzten Jahren rausgekommenen besten 3D-Jump'n'Run. Ich glaube, bei dir habe ich es mal im Let's Play gesehen irgendwo. Ich glaube, bei dir hast du es mal gespielt. Ich habe das nur privat gespielt. Ich habe da kein Let's Play zu gemacht. Ich glaube, bei Let's Play Markus habe ich da mal ein, zwei Parts von gesehen. Da hat es mich gelangweilt, da habe ich abgeschaltet. Also. Ich habe mir sehr viel dazu angeguckt. Auch ich. Aber es sieht gut aus. Ich würde es auch auf sehr gut. Das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Ja. Ich habe auch gesehen, dass das gut ist. Mich hat es bei Let's Play Markus gelangweilt. Also ich finde es war halt schlecht als Let's Play. Also es hat mich als Let's Play schlecht unterhalten. Also mich hat das Let's Play von Let's Play Markus gelangweilt. Nicht das Spiel, sondern ich fand das Let's Play unheimlich unattraktiv. Es hat mich einfach nicht abgeholt. Aber das Spiel könnte ich mir schon vorstellen. Batman Arkham City. Bester Teil der Reihe, aber immer noch nicht unbedingt ein gutes Spiel. Ich habe ein anderes gespielt, oder? Ich habe Arkham Origins gespielt. Du hast Origins gespielt und Origins wird sogar ich auf Ab in die Hölle schicken, wegen diesem einen Scheißkampf. Du weißt welcher. Aber ja. Arkham City ist objektiv, es ist wirklich nicht unbedingt ein gutes Spiel an sich. Aber es ist der beste Teil von der Reihe und die Story ist fantastisch, deshalb würde ich sagen, okay. Okay, ja. Also ich habe nur Batman Arkham Origins gespielt. Und bis zu dem Bosskampf fand ich es ganz gut. Hätte es sogar gut gepackt, aber. Der Bosskampf kann man halt leider nicht dran vorbei. Der Bosskampf ist das Schwerste, was ich jemals gehabt habe. Ohne Scheiß, ich habe viele sehr schwere Spiele durchgespielt. Ist halt so frustriert, dass man da nicht vorbeikommt. Das ist halt. Ja, sogar ich habe das abgebrochen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Und ich habe schwere Sachen gemacht. Und ich finde, jetzt im Nachhinein, ich muss sagen, ich habe mich relativ gut geschlagen. Also ich erinnere mich an das Let's Play. Ich bin ja im Stream, ich bin fast in die dritte Runde gekommen. Also ich war schon in der dritten Phase. Also ich habe mich verdammt gut geschlagen in diesem Bosskampf. Also unglaublich gut darin. Ich war in der dritten Phase, definitiv. Daran kann ich mich dran erinnern. Ich war definitiv in der dritten Phase. Und wenn ich jetzt noch stundenlang mich dran gesetzt hätte, hätte ich es vielleicht auch irgendwann mal geschafft. Aber es ist halt, wenn ich mich noch tagelang dran gesetzt hätte. Ja, also ich habe mich sehr gut geschlagen dort. Im Bosskampf. Ja, okay, Jungle Party. Was zur Hölle ist Jungle Party? Jungle Party. Ich werd das jetzt googeln. Google das mal. So. Es ist greatest, es ist einer der 100 greatest Videogames of all time. Es ist hier in der Liste von, es ist eines der 100 besten Spiele der Welt, Modi. Okay, also auf eBay kostet es 1 Euro.
Es ist eines der besten Spiele der Welt, Modi. Sag sowas nicht. Es ist für die PS2, es heißt eigentlich Buzz Junior Jungle Party. Anscheinend. Und ich finde dazu nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Mhm. Also, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Doch, Wikipedia, hier. 42 Minispiele, es ist ein Partyspiel. Mhm. Es ist ein Partyspiel. Wo sollen wir es hinpacken? Baby 3, USK 0. Für die PS2. August 2008 und auch für die PS3 rausgekommen. Okay, cool. Nicht gespielt. Hast du nicht gespielt, soll ich dazu packen, meinst du? Nee, auf keinen Fall. Call of Duty kommt einfach nur, weil es ein Call of Duty ist, direkt auf schlecht, oder? Okay. Ja, kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Ich habe einen Teil gespielt und ich fand es scheiße. Und ich kenne Spiele und ich finde es scheiße. Auf schlecht oder auf sehr schlecht? Ich würde es auf schlecht machen. Einfach straight jedes Call of Duty einfach direkt. Auf schlecht. Okay, jetzt haben wir hier Crash Team Racing. Ist ein Nitro Fueled. Ich würd sagen, das ist nach... Das ist ein Fun Racer. Das ist nach Mario Kart wahrscheinlich der beste, den du findest. Würde ich fast sagen. Das war auch wieder ein Let's Play, mein Let's Play Markus, was ich abgebrochen habe. Jetzt habe ich mal ein paar Parts von gesehen, da hat mich dann auch gelangweilt. Ja, gibt dann manchmal solche, gibt dann manche Spiele, die sich auch wirklich nicht als Let's Play eignen, wo es halt irgendwie, ja. Die halt als Let's Play langweilig, als Spiel gut sind, aber als Let's Play langweilig sind. Die halt nicht unterhalten. Ich sehe, wie du Minecraft-Musik änderst. Okay. Ist halt zu leise, deswegen wollte ich mal ein bisschen. Machen wir mal den Minecraft-Klon rein. Okay, ja, Crash Team Racing würde ich sogar auf gut setzen. Weil es ein gutes Spiel ist. Auf gut, okay, wenn du meinst. Ja. Wobei es ist dann auf demselben Level wie Red Dead Redemption. Auf okay kommt's. Okay. Ja, das können wir sonst nicht machen. Mass Effect habe ich nie gespielt. Aber ich will mal. Okay, Mass Effect 2. Kann ich auch nichts zu sagen. Also nicht gespielt, oder? Nicht gespielt, nee. Direkt neben Jungle Party. Ja, da kommt's gut. Welches Final Fantasy ist es? Final Fantasy VII steht dort. Also Final 8. Final Fantasy 7? Das ist 7. 7. Das ist 7 ist es. Also Final Fantasy 7. Ich weiß, dass das alte. Ich habe Final Fantasy auch nicht gespielt. Und ich weiß, dass das Remake sehr, sehr gut ankam. Deshalb würde ich das eigentlich schon auf sehr gut setzen. Okay, meinst du? Ich habe mir Streams dazu angeguckt. Ich weiß nicht mehr viel. Kann ich nichts zu sagen. Also ich weiß, dass ich den Film echt geil fand. Zum Beispiel. Der quasi damit connected ist. Auf sehr gut. Sehr gut. Neben Ahead in Time? Neben Ahead in Time, ja. Okay. Also es ist auf jeden Fall... Ich habe auch nur Gutes von gehört, also... Deshalb, ich habe mir einiges dazu angeguckt und ich finde das auch sehr. Weiß gut. Nicht, vielleicht spiele ich es auch irgendwann, aber ich habe mal irgendwie einen Trailer zu gesehen, also Gameplay-Trailer zu gesehen. Es sieht nicht nach was aus, was ich spielen könnte. Irgendein neues habe ich irgendwas jetzt auf der. Okay, vom Remake, ja. Was auf der Gamescom angeboten wurde, was irgendwie auf der Gamescom 2019 war das irgendwie angepriesen, irgendwie. Dieser Teil. Habe ich mir meine Gameplay-Demo von angeguckt und ich fand es wirklich, also. Sieht nicht nach etwas aus, wo ich sagen würde, könnte ich spielen. Das ist nichts, was wo ich dann Spaß dran finden könnte. Sind wir uns einig, oder? Ja, wir sind uns einig. Ja. Okay, gut. Okay, nächstes. Watch Dogs 1. Watch Dogs 1 ist interessant, weil es ist ein sehr gutes Spiel für das, was es ist, weil es neue Prinzipien reingebracht hat. Hunde gucken. Deshalb würde ich auf gut setzen. Okay, habe ich auch nicht. Da habe ich bei Grunk durch mal ein, zwei Parts von gesehen, also auch nicht wirklich. Ja, also. Das war aber das neue, das Legions irgendwie, wie das hieß. Auf gut Legion meinst du? Ja, auf gut. Neben Redemption. Ja, das ist definitiv gut, weil die Story in Watch Dogs 1 war halt echt gut. Die war gut geschrieben, die hatten gute Charaktere. Das Gameplay war Ubisoft, aber sonst grafisch war es auch gut. Für seine Zeit, ja, das ist ein gutes Spiel. Uncharted 3 nie gespielt? Uncharted 3.
nächstes ist was? Das kann ich überhaupt nicht sehen. Oh, Metal Gear. Ja, Metal Gear. Okay, hab da. Das sah wie ein Tier aus. Metal Gear. Also Metal Gear kenne ich die Reihe, aber ich habe nie Interesse an der Reihe gehabt. Nicht gespielt. Nee. Bloodborne. Masterpiece. Meisterwerk. Direkt. Das habe ich, da habe ich gesehen, nicht geguckt. Also ich habe es nicht gespielt und nicht geguckt. Habe ich bei Zombie gesehen, dass der da einige Stream-Aufzeichnungen hochzuladen hat. Ja, das ist ein fantastisches Spiel. Und sobald es auf PC kommt, werde ich das durchspielen. Selbst wenn es mich Jahre kostet. Ich werde das Spiel machen. Ich habe nichts zu gesehen. Ich meine, Trailer habe ich dazu gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es ist halt Dark Souls mit geil. Es ist Dark Souls mit geil. Ich pack's zu sehr gut, weil Masterpiece, bestes Spiel, kommen wir noch einiges. Ja, gut, da gibt es aber auch einige, wo es direkt kommt. Nächstes ist was? Das kann ich wieder nicht sehen. Metal ist auch ein Metal Gear Solid. The Phantom Pain. Wie gesagt, keine Connection zur Reihe. Auch hier ein Lego Star Wars 2. Das ist ein Spiel, bitte. Lego Star Wars die Complete Story, falls das noch kommt. Hier haben wir da. The Video Game, Lego Star Wars The Video Game, also die Komplett Story. Das würde ich sogar relativ hochpacken, weil das wirklich toll war. Aber so die einzelnen Teile, Teil 3 und so weiter, waren nicht so toll. War das hier noch irgendwo? The Game ist hier, glaube ich, das können wir, glaube ich, so hinpacken hier. Haben wir Lego Star Wars The Game. Das würde ich tatsächlich höher packen. Das würde ich hier. Oh je, ein PNG-File, was als JPEG gespeichert wird. Modi, kennst du? Böse. Nee, ich würde es tatsächlich, weil es halt wirklich. Ich würde es. Sagen wir mal gut. Ich würde es zu gut. Würde es für gut sagen, Lego Star Wars. Lego Star Wars ist wirklich großartig. Auch wenn es mittlerweile wirklich veraltet ist. Das ist die Grafik wirklich. Da kommt ja demnächst die Skywalker-Saga raus. Ja. Das heißt, was halt noch ein Remake sozusagen ist mit den neuen Sachen. Das wird dann. Ich mach's zu gut. Sehr gut würde ich nicht sagen, aber zu gut ja, definitiv. Bin ich voll dabei. Ich finde alle Lego-Spiele prinzipiell. Aber und gut. Die Einzelteile, die würde ich sagen. Ich habe Lego Star Wars 3 gespielt, habe ich dann. 2 habe ich nicht gespielt, aber. Ja, die waren schlecht. Also die Einzelteile, also Lego Star Wars Complete Saga, ja, definitiv sehr gut, aber gut oder sehr gut, aber die Einzelspiele waren schlecht. Das ist ein durch die Bank weg. Hier wird sogar zu sehr schlecht packen. Ich habe mit dem Lego Star Wars Clone Wars sogar ein großes Problem. Sie haben die schlechten Staffeln ins Spiel gepackt. Sie haben halt mit dem ich pack's zu sehr schlecht. Das ist halt einfach geendet. Sie haben mit diesem riesigen Monster, was in der Serie echt 2-3 richtig geile Folgen waren, wie ich finde. Damit haben sie es einfach beendet. Danach wurde die Serie gut. Okay, warte, ich pack das mal. Ich pack mal kurz. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Sehr schön, das ist gut. Ja. Ist für mich bestes Spiel ever. Das ist sogar das. Ja. Ich würde sogar sagen, sogar das. Ich würde sogar, wenn ich mich festlegen würde, würde sogar das beste Spiel überhaupt. Ja. Gerade weil es Sandbox ist und so viel machbar ist. Shadow of the Colossus ist sehr gut. Weiß ich auch nichts zu, habe ich auch nicht gespielt. Das ist ein legendäres Spiel. Da will ich das. Ich weiß nicht, ob es das Remake mittlerweile auf PC gibt, aber ich will das auch unbedingt mal erleben. Das ist eins der stimmungsmäßig. Da kann ich nichts zu sagen. Ich müsste es zu nie gespielt packen. Ja, XCOM kommt auf nie gespielt. Haben wir beide keine Verbindung zu. Ja, Assassin's Creed Brotherhood. Brotherhood war. War Brotherhood das zu 3? Weil das zu 3, das hat eine außergewöhnliche Story. Also außer zu Assassin's Creed Valhalla, da kann ich was zu sagen, da habe ich einige Parts bei Gronkh geguckt. Nicht zu Ende. Habe ich nicht geschafft, aber das hab ich geguckt, aber zu dem Rest kann ich nichts sagen. Assassin's Creed ist nichts. Nachfolger von Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 war noch das alte. Nein, ist kein so gutes Spiel mehr. Damals war es gut, heute, ne. Also schlecht. Oder gerade so. Gerade so. Bei Battlefield Okay. Finde ich es gut. Grand Theft Auto 4. Finde ich besser als 5. Hat einen super coolen Charakter. Super coole Welt, habe ich sehr lange gespielt. Ja, ist auf gut. Okay oder gut? Auf gut.
auf gut. Ja, ich finde es besser GTA. Als GTA 5. GTA bin ich nicht so ein Fan von. Ja, gut. Es ist ein osteuropäischer Gangster-Charakter, der eigentlich nicht böse sein will. Allein für die Story wäre es wahrscheinlich voll deins. Da müssen wir Star Wars nach oben packen. Da müssen wir Star Wars so oft sehr gut packen. Bin ich dabei, also. Ja. Nico, Star Wars muss nach oben. Metal Gear Solid 3. Keine Verbindung zur Reihe. Da sind die ganzen Teile hier jetzt. Ganz Metal Gear Solid hier mit drin. Das ist die einzige Verbindung, die ich zu Metal Gear Solid habe, ist Deponia Doomsday. Die einzige Verbindung, die ich habe, ist, dass ich Snake kenne und mag. Ich mag auch die Memes zu Snake. Das ist den ersten Teil. Deponia Doomsday, die Opening-Szene war ja ein Meme zu Metal Gear Solid. Da haben sie sogar den deutschen Synchronsprecher von dem da Hauptdarsteller gecastet, um den alten Rufus zu sprechen. Und da kenne ich die hinter den Kulissen-Videos, wo dann Poki dazu erzählt. Dann haben sie ihm gesagt, wie er das sprechen soll. Und der deutsche Sprecher hat dann gemeint, klingt das nicht zu viel wie Snake? Klingt das nicht zu viel? Ne? Nein, das klingt gar nicht so viel. Ne? Zu viel. Nein, ja, das ist schon richtig so. Ja, das scheint mir so zu sein, wie er ist, ja. Klingt das dann nicht zu viel danach? Nein, mach das nur so. Das ist. Okay, Assassin's Creed Black Flag würde ich sogar auf gut setzen. Das ist der beste Teil der Reihe, wie ich finde. Also von den alten. Das war der Peak. Das kann auf gut. Das Piratenspiel. Ja, gut. Das Piratenspiel war sehr, sehr schön. Das spiele ich immer noch ab und zu. Okay, Smite. Smite. Das klingt wie dieses hier aus dem, wo ich auch schon drauf reacted habe, wo die Space Fox, nicht die Space Fox, die hier verwechselt man mal leicht hier Flip Floyds drauf reacted hat. Hier dieses hier von Smaug, dem Drachen, wo der dann hätten auf die verschiedenen Sprachen hier. Ja. Ich bin der Tod. Smiat. Ja. Also ich schwanke bei Smite zwischen Ab in die Hölle und Meisterwerk. Ich kenn's einfach nur, nicht. Einfach nur wegen der letzten E3 oder Gamescom, wo es bei Gronkh einfach nur war, was auch immer, zusammen mit Smite. Die machen Crossover mit allem. Und das hat sich halt durchgezogen, halbes Jahr. Das war so lustig. Also nur auf die gespielt oder was? Ab in die Hölle kommt das. Ich weiß, dass Smite eine richtig beschissene Community und ein richtig beschissenes Spiel ist. Hast du es gespielt, oder? Ich hab Smite gespielt, ja. Und ich find's scheiße. Ich kann's nicht beurteilen, also ich würd's. Also neben League of Legends. Ja, es ist dieselbe Art Spiel. Nur mit anderer Steuerung. Ja, ich mach's auch nie gespielt, weil es ist. Das hat's nicht verdient, dass am anderen, da kommen noch andere hin. Okay. Oder? Ich sehe gerade das neue Doom. Das neue Doom kommt, würde ich sagen, auf sehr gut, weil Doom Eternal ist auf jeden Fall. Hab ich alle auch nicht gespielt. Auf sehr gut, meinst du? Ja, auf sehr gut. Ich habe nicht Doom gespielt, aber ich habe das Warhammer-Gegenstück dazu gespielt und das fand ich richtig geil. Kann ich nichts zu sagen, deswegen muss ich mich auf dich verlassen. Borderlands 2. Habe ich gespielt, habe ich abgebrochen. Dafür musst du dich dann bei den Nintendo-Projekten. Ich habe sehr viel Nintendo gespielt, nur nicht Switch. Borderlands 2, ich habe Borderlands 3 bei Gronkh gesehen, die Reihe. Da habe ich, hab ich fast Bock drauf gehabt, das selbst zu spielen. Also das fand ich sehr gut. Fast, sage ich. Ich habe Borderlands 2 und Pre-Sequel gespielt. Und ich habe beide Spiele nach etwa 2 Stunden abgebrochen, weil ich das echt nicht cool fand. Der Humor war mir zu dumm. Die Charaktere waren mir zu nervig, die Fähigkeiten waren mir zu schwach für meinen Spielstil, also ja. Nee, ist nicht meins. Absolut nicht. Dabei habe ich mit allen DLCs gespielt. Also ist nicht Teil 3, aber Teil 2 ist. Ich würde es auf. Ich kann es nicht sagen, maximal naja. Ich würde es zu sehr. Wenn es Teil 3 wäre, würde ich definitiv mit dir streiten, würde ich sagen, das ist sehr gut. Und ich auf sehr gut packen. Packen wir es auf naja. Packen wir es auf okay. Neben Crash Team Racing. Immerhin. Ja, okay. Ja. Wir müssen ja auch bedenken, ich bin halt einfach kein Borderlands-Fan.
Okay, aber das ist die Grand Theft Auto. Ich pack's auf gut. Dann kannst du dich mit mir kloppen, aber das ist halt, wenn Grand Theft Auto auf gut ist, dann muss Borderlands 2 auch dorthin. Na gut. Das ist halt mindestens hoffnungsvolle Musik in der Playlist. Bei mir auch. Final Fantasy? Final Fantasy XV. Final Fantasy 15 habe ich 15. nie gespielt. Das müsste der neueste sein. Auch der sah immer sehr cool aus, aber ich hab nie Interesse gehabt, den zu spielen. Also oh, ich sehe gerade Watch Dogs 2 ab in die Gaming-Hölle. Das ist das schlimmste Spiel, das es gibt. Also Hunde beobachten 2? Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist. Okay, wenn du meinst. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich zurückgegeben habe. Okay. Ich habe es eine Stunde gespielt und danach habe ich mir gedacht, nein, nee, das tust du dir nicht an. Nein, das supportest du nicht. Boah, die Charaktere, das ist die Hölle auf. Oh, da, okay. Die Charaktere sind das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Shadow of War? Was sagst du dazu? Nicht gespielt. Das ist Mittelerde, Shadow of War. Hab ich nie gespielt, will ich unbedingt. Ich weiß, es ist ein Mittelerde-Spiel, das muss nach oben. Ja, das ist es. Shadow of War und Shadow of Mordor, das sind sehr gut. Sehr gut. Das sind sehr gute Spiele. Das war auch. Sollte ich vielleicht auch mal spielen irgendwann mal. Das Mittelerde. Ja, das ist nicht mal so krass open-worldig. Es ist halt Mittelerde. Need for Speed. Verlangen nach Geschwindigkeit. Welcher Teil? Steht gar nicht dran. Wahrscheinlich die Spielereihe. Dann nie gespielt. Da bin ich lange raus. Das ist aber Super Mario Odyssey. Da bin ich der Experte von. Spiele ich gerade als momentan nicht, aber. Okay, also auf jeden Fall in die obere Hälfte, aber. Ich würde es auf gut setzen. Ja, gut, bin ich auch dabei. Ist ein gutes Spiel, aber sehr gut. Nee, würde ich nicht sagen. Es kommt nicht an Mario 64 ran, aber es ist gut dabei. Ist ein tolles Spiel, haben sie tolle Sachen neu gemacht. Das ist halt. Vor allem war vor allem eine Rettung, nachdem jetzt New Super Mario Bros. U und dieses New Super Mario Bros. 2, wo es dann Coin-Inflation gab und so weiter, wo es halt. Es gab schon einen ziemlich dollen Down und dann danach ist halt Mario ein ziemlicher Retter gewesen. Also ja, kann man ja, schon. Ja, es ist halt einfach ein gutes Spiel für das, was es wurde. Okay, Devil May Cry. Tod darf rein. Teufel machen darf rein. Welcher Teil ist es? Ist der. 5 steht dort. Schade, zum Remake vom ersten hätte ich einiges sagen können, aber zum 5. Nie gespielt, oder? Habe ich nie gespielt, ich habe die Reihe angefangen, aber dann. Das ist halt eins von den Spielen, wo ich sage, okay, ja, das werde ich irgendwann streamen. Hau mich, aber ja. Ich pack's da rein. Fortnite gehört in die Gaming. Ja, da müssen wir diskutieren. Nee, da gibt's also, bei mir nichts. Bei also Fortnite gibt's bei mir zu nichts zu diskutieren. Der PvE-Modus stimme ich absolut zu, der ist scheiße. Fortnite als gesamtes Spiel. Als gesamtes Spiel gesehen, nein. Ich würde es auf sehr schlecht setzen. Ich würde es eins höher setzen. Trotzdem ist für die. Die Missionen sind gut. Die Missionen, die sind spaßig. Die habe ich auch gern gespielt. Nee. Das gehört bei mir zu League of Legends mit drauf. Okay, wenn wir die Community mitbewerten, dann bin ich bei dir, ja. Okay. Das halt, ja, nee. Ja, aber Soul Gali. Soul Calibur? Welcher Soul Teil? Soul Calibur. VI, also 6. Soul Calibur 6. Ich guck mal eben, ob es das bei ist. Bei mir nie gespielt, aber. Mach mal kurz mal Tetris hier nach oben. Ja. Bestes Game. Pac-Man können wir auch gleich nach oben packen. Stop Game. Soul Calibur 6 war welches? PS4? Soul Calibur für PS4? Okay. Cool. Das habe ich nicht gewusst, dass es ein neues gibt. Nice. Mann, ich weiß hier schon ein Spiel, was wir beide bei sehr schlecht einpacken wollen. Guck mal hier. Moment, ich bin gerade bei Soul Calibur. Ach, Soul Calibur war das? Ja, okay. Packen, was du nie gespielt. Oder?
Und hast du es gespielt? Soul Calibur können wir auch nie gespielt. Ich habe einen älteren Teil davon gespielt. Ich habe gerade gesehen, bei Soul Calibur 6 gibt's Geralt. Mhm. Ja, cool. Ist auch hier im Titelbild drin. Ja, den habe ich nicht erkannt wegen der Discord-Übertragung. Gut, hier haben wir, okay. Hier haben wir ein Spiel, wo ich glaube, da wissen wir, wo wir das hinpacken. Guck mal hier. Ab, runter! Overcooked 2. Ja. Sehr schlecht, würde ich sagen. Das kommt mir zu sehr schlecht. Ja, es hat keine schlechte Community und es hat nicht die furchtbarsten Charaktere der Welt. Also ja. Okay, Assassin's Creed Odyssey. Nie gespielt, würde ich gern, aber ich weiß, es ist ein. Es ist ein Creed Odyssey. Dann, ja, es ist eine gelungene Rückkehr anscheinend gewesen. Für Assassin's Creed. Soll wohl ein gutes Spiel gewesen sein. Ich würde es auf Mittelfeld setzen. Mir ist. Das ist eine Open World, die hat mich sogar abgeschreckt wegen der Größe. Weil ich weiß, also auf okay, oder? Auf okay. Einfach nur die Open World ist mir zu groß. Mhm. Das will was heißen. So Mortal Kombat. Ist es Mortal Kombat 2? Steht gar nichts dabei. Das ist ein II in der Mitte, deshalb wird es wahrscheinlich. Aber es, ja, Mortal Kombat 11 oder so, oder ein 2. Entweder ist es 2 oder ist es 11. Entweder ist es eine römische Zahl, ist eine römische 2 oder ist es eine 11. Bin ich mir nicht sicher. Mortal Kombat 11, es ist 11. Mortal Kombat 11 ist, denke ich, das beste Mortal Kombat, das es gibt. Ich mag keine Fighting. Absolut nichts zu sagen. Ich mag keine so, nicht so gern Fighting Games. Aber die Finisher sind geil. Deshalb würde ich sagen, gutes Spiel. Und soweit ich weiß, hat es den Terminator als Charakter. Also zu gut. Zu gut. Allein dafür, dass wir Arnold Schwarzenegger haben. Und auf Naja. Ja, okay, auf Naja. Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty kommt auf dasselbe wie alle Call of Duties auf schlecht. Da haben wir nur eins momentan. Ja, da kommen alle Call of Duties hin, da bin ich. Okay, haben wir jetzt Doom. Wahrscheinlich das den. Alte, das alte, das, Doom. Das Ding. Das erste das wahrscheinlich. Doom hab ich gespielt. Es ist, das müssen wir leider sagen, es ist bahnbrechendes Spiel gewesen. Es ist auf bestes Spiel überhaupt. Das kommt neben Tetris und Pac-Man. Ja. Habe ich selbst nie gespielt, aber ich hab viel von gehört. Richtig scheiße, aber es, für den Impact, den es hatte, muss es da hoch. Okay. Nur deshalb. Okay, dann können wir hier gleich Portal auch noch mit Portal und Portal 2 auch noch mit hoch. Portal auf jeden Fall. Portal 1 und 2 müssen hoch, weil es gibt niemanden, der Portal 1 und 2 nicht mag. Also Portal, bestes Spiel ever. Portal 2 weiß ich nicht. Portal 2 ist besser als Portal 1. Ja, Portal 1 würde ich dort. Portal 2, hast 1 ist. Du gerade Pokémon Emerald auf sehr schlecht gezogen. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte das andere hochziehen. Ich wollte das andere hochziehen. Ich habe mich verzogen. Ja, aber das kommt aber gleich Portal 2 auch ganz hoch. Habe ich beide. Also Portal 1 ist. Also eigentlich, wenn man die getrennt voneinander raten müsste, müsste man Portal 1 sogar weiter runterpacken. Weil es, ich finde, es ist schlechter. Es ist sehr kurz. Ja, es ist sehr, machen wir so. Machen aber dadurch, aber ich würde es dadurch auf bestes Spiel immer packen, weil es halt der Vorteil zum zweiten Teil ist und halt dadurch ist halt legendär. Es ist halt genau aus dem Grund, warum Doom dort oben ist. Es ist halt der daraus. Es ist halt einfach bestes Spiel ever. Ich würde fast deswegen Portal 2 zu sehr gut runterpacken, weil. Aber gut, packen wir das mal dort oben. Wir packen die beiden zueinander, die gehören zusammen. Es gibt halt legit niemanden, der Portal 1 und 2 nicht mag. Es ist halt. Ich würde halt die. Deswegen wollte ich das runterpacken, weil halt. Ich würde halt sehr gut als die beste Möglichkeit, also als wirklich die beste Möglichkeit sehen und ein bestes Spiel ever ist halt nur was wirklich Legende ist. Also was halt wirklich. Ja, okay. Da musst nicht gut zu sein, sondern das ist halt wirklich Spielehimmel. Das ist halt wirklich. Da musste kein gutes Spiel zu sein. Dann setzt Portal 2 runter. Aus dem Grund. Obwohl es besser ist, aber es ist halt später rausgekommen. Ist besser, aber es ist halt keine Legende. Ich würde es nicht in den Spielehimmel hochheben. Also es ist halt definitiv nicht. Ja. Es hat keine Ehrenmedaille verdient. Okay, dann einigen wir uns darauf. Okay, nächstes ist Half-Life 2. Half-Life 2, ja. Kann ich auch nichts zu sagen. Ist ein sehr guter Shooter. Ich würde es neben Half-Life 1 einfach setzen. Es ist halt dasselbe Niveau, nur neuer. Wo ist Half-Life 1? Wo haben wir das? Auf Mittelfeld. Ah ja, hier. Gleich daneben.
Warte, wir können ja gleich mal hier FIFA 20, können wir gerade mal in die Gaming-Hülle schicken. Ja, Overwatch kann eigentlich direkt daneben. Die haben ihre Fans enttäuscht, die haben eine unglaublich furchtbare Firma im Hintergrund und es ist kein gutes Spiel. Obwohl Overwatch würde ich zu sehr schlecht packen. Das würde ich ein bisschen distanzieren. Auch, dann gab es die Sache mit dem Spieler, der von Blizzard gebannt wurde, weil er sich für Rechte von Chinesen ausgesprochen hat. Dann gab es die Sache mit China, dann gab es die Sexismus-Sache, dann gab es das, dann gab es XY, deshalb Overwatch und alles von der Firma ist automatisch schon mal eine Stufe runter. Ja, wenn du meinst. Ja. Ich finde, das Spiel ist gar nicht mal so. Das Spiel an sich ist, ich finde es nicht gut, aber. Deshalb kann man, deshalb würde ich es fairerweise auch sehr schlecht. Ja, okay, gut. Ist trotzdem sehr schlecht, Modi. Trotzdem. Auch wenn ich nicht damit dabei bin, aber ja. Was ist Summer das? Summer Crash. Das ist das N-Sync Trilogie. Also, N-Sync, ich hasse Crash. Das ist die Sache. Ich weiß, es ist ein gutes Spiel, aber ich hasse diese ganz Reihe. Lustig. Die ist so scheiße schwer. Dann packen wir es mal zu. Gerade so. Okay, packen wir es auf gerade so. Ja, okay. Ja. Das mit Battlefield 1 auf einer. Dann packen wir es auf schlecht. Ja, gerade so. Nee, ich pack das auf gerade so. Na, wenn es sein muss. Okay, mal God of War. God of War 3 ist es. Habe ich nie gespielt, God of War 3. Nie gespielt. Ich kenne aber die Story. Was auch immer das ist, Dragon Fighter 2 Fighter Z steht dort. Z oder 2. Es soll ein gutes Fighter-Spiel sein, aber ich hasse Dragon Ball. Also, ich kann dazu nichts sagen und ich habe es nicht gespielt. Ich auch nicht, also. Far Cry 5. Ist es Far Cry 5 oder ist es 3? Da steht 5, das ist definitiv eine 5. Okay, wenn es Far Cry 5 ist. Far Cry 5 soll scheiße sein und ich mag das Setting nicht, also. Ich hab's nicht gespielt. Ich auch nicht, deswegen packen wir es hier. World of Warcraft. Ja. Es ist ein gutes MMO, aber ich hab keine Verbindung zu MMOs, vor allem nicht welchen, die man monatlich zahlen muss. Hast du gespielt? Hab ich nicht gespielt, zu allen anderen. Packen wir es hier hin. MMOs könnte ich was sagen. God of War machen wir noch. Das kommt auf die oberste Stufe, das ist in jeder Hinsicht ein Meisterwerk. Und es kommt für PC und ich habe es schon vorbestellt. Sag ich dir auch nichts, habe ich keine Ahnung von. Hast du das Gronkh-Let's Play nicht gesehen? Nee. Solltest du, das ist erstens eines der besten Let's Plays, die er je hatte. Und zweitens, das ist einfach eins der besten Spiele, die es je gab. Ist auch also so ein Spiel, was ich nicht spielen würde. Ist halt so ein. Ist es, ja. Es ist nicht schwer. Es ist richtig schön. Es ist einfach in jeder Hinsicht storymäßig fantastisch. Es hat unglaublich gute Charaktere. Packen wir es hier hin. Nee, das muss auf maximale Stufe. Das geht nicht anders. Das wäre ansonsten. Das wäre ansonsten beleidigend. Na gut. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Es hat nichts Neues gemacht, aber es hat alles andere perfekt gemacht. Ja gut, kann ich halt nichts zu sagen. Halte ich mich raus. Ja. Grand Theft Auto 5. Geht ja auch 5. Story-Modus mag ich sehr. Online-Modus ist unglaublich furchtbar. Roleplay finde ich, wenn ich in der Stimmung bin, sehr lustig zum Anschauen. Deshalb würde ich sagen, auch mittelmäßig. Also, naja. Ja, auf naja. Der Online-Modus killt's halt, weil das halt von Hackern komplett überlaufen ist. Du kannst das nicht online spielen. Und darauf kommt's eigentlich an, eigentlich. Das ist ja, wir nehmen halt online und Dings zusammen. Horizon Zero Dawn? Nicht gespielt. Ich hab's mal tatsächlich mal in ein, zwei Streams hab ich's mal gesehen. Ja, ich auch, aber es hat mich nie so richtig gecatcht. Ja, nicht gespielt. Yakuza 0. Yakuza keine Zero. Ahnung von. Nicht gespielt. Was ist das da? Irgendein Superman-Spiel. Steht kein Titel drauf. Wie sieht der Superman aus? Sieht er böse aus oder? Sieht ziemlich böse aus. Dann müsste es Injustice sein und Injustice hat einen unglaublich geilen Story-Modus. Multiplayer war gut, Injustice 2 war besser in jeder Hinsicht. Hast du gespielt? Ja, habe ich tatsächlich. Das ist das einzige Fighting-Spiel, was ich durchgespielt habe. Und ich finde es sehr gut, aber nur, weil ich ein Fan von DC Comics bin. Und ich freue mich extrem, dass sie aus Injustice den Spielen tatsächlich einen Animationsfilm Mehrteiler machen. Ja, packen wir es okay hin. Packen wir es auf okay, ja.
Jetzt haben wir Lego Indiana Jones. Glaube ich, das ist eins der schlechtesten Lego-Spiele. Last Crusade. Ich habe es mal für den DS gespielt, da gab es einen Bug drin und da konnte ich nicht weiterspielen. Ich auch. Also wird es zu schlecht packen. Oder sehr schlecht sogar. Wir haben es halt beide nicht durchgespielt und es ist halt, es hat halt Teil 4 mit drin. Deshalb. Also schlecht. Es enthält Indiana Jones 4, deshalb kannst du besser als schlecht sein. Mario Kart 8 Deluxe finde ich ein großartiges Game. Du hast es nicht gespielt. Ich habe es nicht gespielt, ich habe alte Mario Kart Teile gespielt. Ich mache es zu sehr gut, was halt wirklich schon für die Reihe, für die Mario Kart der neueste Teil der Reihe ist und der beste Teil der Reihe. Und Mario Kart, ja, auch sehr gut, definitiv. Super Mario Galaxy, also nicht der zweite Teil, der erste. Der zweite Teil kommt noch. Das habe ich noch nicht gespielt. Dann werde ich hoffentlich irgendwann mal bald. Aber ja. Hast du es gespielt? Kannst du was sagen? Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mal im Let's Play gesehen. Das war leider außerhalb von meiner Wii-Zeit. Also Super Mario Galaxy 2 soll wohl besser sein, aber ich kann auch 2 nichts sagen. Ich leider auch nicht, also. Außerhalb meiner Nintendo und Wii-Zeit. Also auch wenn es mir leid tut, ich muss es leider zu nie gespielt packen. Ist ja die Tatsache. Irgendwann will man das nochmal machen, dann muss ich es höher ranken, aber ich kann nichts zu sagen, auch zu Galaxy 2 nicht. Wird unbedingt irgendwann mal nachgeholt, aber Galaxy unbedingt demnächst sogar. Momentan, nein. Monster Hunter World. Nie gespielt. Ich habe Monster Hunter 3 gespielt. Ich habe mal einen Monster Hunter, habe ich mal auf der Gamescom 2019 am Stand anprobiert. Dann war es Monster Hunter World. Dann muss es gewesen sein. Und ich fand's, ja, schön, aber nichts, was ich spielen würde. Ja, also ganz ehrlich, ich mochte Monster Hunter 3 damals und ich liebe die God Eater Reihe, die quasi Monster Hunter mit Anime-Figuren ist. Aber sonst, ja, Roblox kann da. Sind wir uns einig, oder? Ja. Das kommt direkt aus der Hölle. Kannst du noch ein Tier machen, wo einfach nur Roblox drin steht und das noch weiter unten steht? Nee. Okay. Counter-Strike haben wir jetzt hier. Welches? Weiß nicht, 1.6 steht dort. Oder okay, 16. Ja, das war vor meiner Zeit. Und auch 16 sein. Ja, 1.6 wird sein. Ich höre immer viel davon, dass es die ganzen alten Leute immer früher gern gespielt haben. Aber das war vor meiner Zeit, muss ich so sagen. Nicht gespielt. Ja. Das war Persona 5. Persona 5. Habe ich nicht gespielt, aber ich habe sehr viel Gutes von gehört. Auch nicht gespielt. Nie gesehen. Das hast du gespielt? Der Pokémon Schwert. Ich find's furchtbar. Ja. Mal schauen, wo ist es, wo. Nee, das tut ihm Unrecht. Also bei. Das muss überhalb von Indiana Jones. Muss auf jeden Fall überhalb von. Packen wir es auf gerade so. Es ist einfach das schlechteste Pokémon-Spiel. Weil es ist. Die Story macht schon. Also ja, die Story ja, ist stimmt, schon. Die stimmt, Story macht wahnsinnig Spaß. Die Story hat großartig Spaß gemacht. Aber ich ansonsten. Ich hatte Sonne und Mond vergessen. Es muss definitiv ein bisschen besser als Sonne und Mond sein. Also die Story ist schon uns die Erweiterungspasse, die DLCs sollen. Habe ich nicht selbst gespielt, aber habe ich im Let's Play bei den Leuten geguckt. Sollen großartig sein. Eine der besten DLCs überhaupt in der Gaming-Story. Also, ich pack's auf, naja. Hier haben wir Ping-Pong. Pong können wir eigentlich auf schlecht packen, weil. Ja, es ist halt. Es war das erste Spiel, aber kommt schon. Nee. Es gehört eigentlich zu einem besten Spiel ever, würde ich nicht sagen. Es ist halt eine Legende, weil es das erste Spiel ist, aber. Es ist nicht mal eine Legende. Es ist einfach nur ein schlechtes Spiel. Selbst zu der Zeit kamen bessere Spiele raus. Pack's auf schlecht finde ich es nicht. Pack's neben den Lego Indiana Jones.
Ich mach's oft gerade so, oder? Es ist halt. Ich hab's sogar auf meinem Handy. Ich habe eine Pong-App auf meinem Handy mit dem klassischen Stil, wo ich das spiele ich wirklich ab und zu mal gern. Ich mach's gerade so, weil es halt der guten alten Zeiten wegen und weil es das erste Spiel ist und weil es Spaß macht. Na gut. Pokémon Emerald Edition. Ja, leider selbst nicht gespielt, aber ich kenn's. Ich hab viel von gesehen. Geht mir genauso. Ich hab's auch selbst. Oh, das ist ein GBA-Spiel. Ich könnte es spielen. Warum hab ich Pokémon Emerald nie gespielt? Emerald nicht, aber ich hab für den 3DS habe ich mir mal die E-Shop-Dings-Version von Crystal habe ich mir mal gekauft, von Kristallversion. Dort mir so, das könnte ich mal spielen. Obwohl, ja, ich wundere mich gerade halt, warum ich das nie gespielt habe. Ich habe ein GBA hier. Ich denke, das gehört auf jeden Fall zu sehr gut hin. Es ist ein gutes Pokémon-Spiel, ja. Definitiv eins der besten. Wenn nicht das Beste. Ich finde Schwarz-Weiß tatsächlich das Beste überhaupt. Schwarz-Weiß definitiv nicht, da streite ich mich mit. Das ist Schwarz und Weiß, das ist definitiv. Das gehört in die untere, das ist von den Pokémon-Spielen. Okay, der schlechteren. Jackbox Party, das ist jetzt eine peinliche Situation. Das wollte ich mit dir spielen. Das wollte ich, weil es das bei Epic gratis gab. Aber das war deine Zeit, wo du gesagt hast, Epic, nee, das kommt mir nicht ins Haus. Okay, ja. Deshalb, das nehme ich dir immer noch ein bisschen übel, weil das sind sehr lustige Partyspiele. Ja, weiß ich nichts von. Das ist halt nie gespielt. Hast du es schon mal gespielt? Selbst nicht, aber ich habe mir Videos zu angeguckt. Ich finde es lustig. Es sind halt Partyspiele. Da machst du halt nichts falsch mit. Ja. Aber gut, Resident Evil 2 finde ich gut. Selbst nicht gespielt, aber finde ich sogar besser. Das ist sehr gut. Finde ich sogar besser als Teil 1. Definitiv. Verständlich, wie gesagt, das Remake ist das. Und ja, das ist ein gutes Spiel. Ist auch gut, richtig. Sehr gut, ich würde sogar sehr gut packen. Na gut. Ja gut. Ich würde es auf gut machen. Es ist nicht so gut. Es kann nicht auf derselben Stufe wie God of War sein. Resident Evil 1 Remake ist ja ein Remake. Das habe ich ja gespielt und das. Ja, das. Also Resident Evil 2 finde ich besser. Vielleicht werde ich es auch irgendwann mal spielen. Das Remake dazu. Mal schauen. Welches Resident Evil ist das? Das ist muss das Teil 6 sein. Ich glaube, das ist 6. Kann ich mich oh, 6 erinnern. Ist furchtbar. 6. Hast du Teil 4 und 5 nicht geguckt, nicht gespielt und gesehen. Die sind wirklich furchtbar. Resident Evil 4 ist geil. Resident Evil 4 und 5 sind die Spiele, die bei Tageslicht spielen. Das sind die Tageslichtspiele. Ja, Resident Evil 4 ist extrem gut, finde ich. Resident Evil 5 ist furchtbar. Resident Evil 6 ist das Niedrigste, was geht. Finde ich nicht. Ich finde Resident Evil 6, ich habe es beim Let's Play Markus im Let's Play gesehen und ich fand's eigentlich ganz gut. Ich finde es, also muss ich sagen. Nee, das kann ich. Nee. Nee, das akzeptiere ich nicht höher als schlecht. Ich akzeptiere es nicht höher als schlecht. Das kann nicht auf derselben Stufe wie Pong sein. Meinst du? Ja, das meine ich. Das ist einfach nur ein schlechtes Spiel. Ich fand's ganz gut. Das ist. Es ist so dumm. Es ist so dumm, aber Resident Evil 7, was ich gerade unten gesehen habe, das ist ein sehr gutes Spiel. Resident Evil 6 ist definitiv. Dann würde ich es schon definitiv gerade so oder auf ein Jahr packen. Nein, das ist einfach nur richtig dummes Rumgeballer. Ja, ist halt Resident Evil. Das ist der schlechte Teil von Resident Evil. 7 war super. 8 war sehr gut. Ja, packen war es zu schlecht. 4 war fantastisch. Sekiro, habe ich gespielt. Habe ich nie gespielt. Habe ich lange gespielt. Jetzt von gesehen. Ich hasse Sekiro. Boah, aber auch nur, weil ich selber richtig schlecht in dem Spiel bin. Also ich weiß, es ist ein fantastisches Spiel, aber ich hasse es. Also schlecht oder was? Ich würde es auf dieselbe Stufe wie God of War setzen, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, dass es ein unglaubliches Spiel ist. Du findest es schlecht. Nein, ich finde es nicht schlecht, ich hasse es nur. Ja, es geht ja hier um
deine subjektive. Ja, ich weiß, und subjektiv finde ich das Spiel unglaublich gut, aber ich hasse es. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. In Hassliebe. Ja, genau. Also es ist... Auf okay. Höher, höher, definitiv. Nee, auf und Until Dawn auf eine, mit einer Stufe und Red Dead Redemption. Doch, auf jeden Fall. Es ist grafisch unglaublich gut, Steuerung ist fantastisch. Alles andere ist auch gut, ich bin nur wirklich schlecht. Das ist das Problem. Das muss auf gut oder sehr gut. Dann packen wir es auf gut hin. Neben Resident Evil 2? Okay. Ja, ich weiß es nicht. Doch, es ist wie gesagt, anderes ich Spiel, ich kenne nichts. Super Metroid. Super Metroid kommt auf legendäres leider, Spiel. Leider nie gespielt. Es ist das erste Metroid, das hat ein ganzes Genre geprägt. Also ja. Das und Symphony of the Night müssten beide ganz hoch. Eigentlich. Ja. Okay, mein Stream macht gerade. Dein Stream geht's gut. Dein Stream läuft noch, okay. Ja, dein Stream läuft noch. Super Mario 2. Nie gespielt. Super Mario Bros. 2. Habe ich tatsächlich mal gespielt. Okay, mein Laptop will es gerade nicht. Das ist nicht dumm, ja, bei meinem Laptop. Liegt an meinem Laptop. Das liegt am Laptop bei mir. Super Mario Bros. 2 habe ich tatsächlich mal gespielt. Ist auch lange her. Soll ich dazu? Ich würde auf jeden Fall. Naja, packen wir es zu Naja. Ich habe Speedruns zugesehen und das ist nicht mein Spiel. Du würdest zu Naja packen. Ja, ich würde es auch auf Naja packen, einfach weil ich kenne das Spiel, es ist einfach nicht meins. Ich werde das auch wahrscheinlich. Das wird eine volle Liste. Oh, wir haben ja noch einige vor uns. Oh Mann. Wir können die meisten auch einfach relativ schnell abhandeln. Terraria, hast du gespielt? Hast du nicht gespielt? Okay, mein Stream-Vorschau. Ich hoffe, du hältst das jetzt halbwegs um. Mein ja, ich hab das im Auge. Ich sag dir Bescheid, wenn es abbricht. Aber es ist alles gut. Terraria, das wollte ich mal mit dir mal spielen. Das wollten wir beide mal spielen. Ich hab's auch eine Weile selber gespielt. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu dumm für Terraria. Glaube ich. Deshalb würde ich sagen, es ist ein gutes Spiel. Es ist also ein gutes bei gut. Spiel. Ja. Ich bin gut nur, hin. Ja, es ist ein gutes Spiel. Wenn du zu dumm dafür bist und ich zu dumm da bin, dann sollten wir es mal spielen. Das wird lustig. Ja. So Skyrim, The Elder Scrolls 5. Ich glaube, da habe ich mit meinen 400 Stunden ein bisschen was... Von dem du keinen einzigen Part von hochgeladen hast. Ja, das Problem ist, ich war bei 100 Stunden, als ich damit gesagt habe, ich würde das gerne let's playen. Sehr gut. Ich habe 150 Stunden oder noch mehr allein privat gespielt. Es wurde immer angekündigt, dass das willst du hochladen, aber nie gemacht. Ich will es hochladen. Immer noch, aber nee, jetzt will ich es nicht mehr hochladen. Das ist einfach nur noch privat. Aber ich habe so verdammten Spaß mit Skyrim und den Mods. Monty, wie dein Minecraft, wie dein Minecraft Let's Play wurde, also bevor wir Minecraft Arno aufgenommen haben im Stream, als da gab es dann den einen Part, wo du dein Haus gezeigt hast und dann fertig. Ich zeig mal kurz mein Haus. Hast du 4 Stunden dran gearbeitet? Sehr großartiges Let's Play. Eine Legende. Last of Us. Last of Us. Keine Playstation. Ich auch nicht. Ich weiß es auch leider nicht. Ich kenne da nichts davon. Viel von gehört, aber nichts von gesehen. Ja, okay. Jetzt sehe ich hier Rocket League, das habe ich tatsächlich schon mal gespielt, mehrere Male schon. Ich finde tatsächlich ich bin relativ gut. Drin, aber es ist ein gutes Spiel. Ja, würde ich auf gut packen. Ja, wobei, seit es free to play ist, ne? Ja, trotzdem ist es, spielt keine Rolle. Ja, gut. Jetzt haben wir The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ja, bin ich gar kein Fan von. Ist wohl ein sehr gutes Spiel, aber. Ich habe mir viele Streams angeguckt. Ist nicht unbedingt ein Spiel, was ich unbedingt spielen will, aber. Ist gut. Ich würde es mal sagen, als Kompromiss. Ich finde es nicht gut, meine persönliche Meinung nicht, aber. Auf mittelmäßig. Ja, auf mach's auf okay, auf okay, pack's hin. Ja, auf okay. Muss man fairerweise sagen, weil es ist ein gutes Spiel. Man kann es sich jetzt schlecht einsortieren, aber. Ja. Okay. Also mein Laptop ist komplett. Dein raus. Laptop. Ich finde einfach. Mein Stream-Bildschirm, ich habe schon zweimal neu geladen, aber. Ja, gut, dann. Mein Laptop hat Feierabend gemacht. Das ist also. Der Stream läuft aber noch, oder? Überwacht ihr das? Keine Sorge, der Stream läuft noch super.
Er läuft flüssig, da läuft. Im alles Chat ist sowieso gerade keiner. Nee, wie überrascht. Aber es sind laut Anzeige, die ich ja heute gelernt habe, sind Leute im Chat, also sogar einige, eine ganze Menge, gucken gerade zu. Da haben wir gerade Streamlabs-Modi, da haben wir sogar zwei Modi-Streams und Modi-TV. Ja, mein Stream-Account. Ich hab deinen Stream noch mit meinem Stream-Account laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hab 9 bis 10 Zuschauer laut dieser Liste. Gerade so ist gerade. Ja. Relativ gut eigentlich. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für euren Lurk. Wäre auch mal schön, wenn ihr mal was im Chat schreiben könnt. Liebe Twitch-Mitarbeiter, wir halten uns an die Regeln. Ich wär sehr froh drüber, wenn mal von meinen vielen Zuschauern mal jemand im Chat dabei ist auch. Aber ist nicht schlimm. Ja. Ist auch Lurker sind auch ehrenwerte Leute. Das ist auch okay. Einfach nur Zuschauen. Wir haben was nächstes zu Wind Waker, wenn ich das richtig sehe, oder? Zelda, ja, weiß nicht, steht da nicht dran. Müsste Wind Waker sein. Nie gespielt. Ich hab's auch nicht gespielt, aber ich habe mir viele Streams angeguckt und ich find's gut. Ich find's spaßig. Ist immer unterhaltsam. Ja, also auf gut. Auf okay. Neben das andere. Neben Zelda. Neben Zelda. Jetzt haben wir das erste. Nee, Ocarina of Time ist es. Ocarina of Time hab ich tatsächlich gespielt. Ich mag es nicht. Ist das mit dem... Ist das mit dem, wo du am Anfang in dieser im Baumhaus aufwachst und dann... Ja, genau zum, das habe ich tatsächlich mal ein paar Mal gespielt. Das fand ich tatsächlich sehr gut. Also ich bin kein Fan davon, aber ja. Fan auch nicht wirklich, Zelda. Deswegen ich werde es nicht jetzt... Das ist halt nicht Zelda. Aber, ich würde es höher auf gut packen. Das ist das beste Zelda für mich, das ist definitiv. Hast du mal Majora's Mask gespielt? Das muss ich definitiv auf nie gespielt packen, weil davon habe ich nichts gesehen, nicht geguckt, nicht gespielt. Das ist tatsächlich eines der einzigen Zeldas, die ich durchgespielt habe, auf einem Handy-Emulator. Das müsste ich leider, wenn das kommt. Das ist ein super Spiel. Okay, Uncharted 2. Selbes wie alle anderen Uncharted. Aber nicht gespielt. Nie gespielt. Das ist das Walking Dead Telltale-Game, wie ich es gesehen habe. Ja, sieht wie Telltale aus. Okay, Netzwerkfehler aufgetreten. Ist mein Stream noch online? Ja, dein Stream ist online. Dem okay. Gut. Tja, wo packen wir das hin? Ich hab's nicht gespielt. Ich hab's nie gespielt, aber ich kenne die verdammte Hundeszene, also. Oh Gott. Nie gespielt. The Witcher 3? Hab ich gespielt, ich bin nie reingekommen. Ich kann nichts zu sagen, hab ich nie gespielt. Witcher 1 habe ich gespielt. Ich find's overrated, deshalb würde ich es auf okay setzen. Ich find's sogar massiv overrated. Okay. Ja, muss ich mal machen. Ich will es irgendwann mal spielen, aber. Ist das gerade wieder mal im Angebot für 1 Euro? Wüsste ich nicht. Nee, sonst hätte ich schon gekauft. Yakuza 4 können wir, glaube ich, zu den Rest. Witcher 3 kostet momentan 6 Euro. Oh, und Game of the Year kostet 10er. Mal schauen. Nee, cool. Ich will es auch nicht. Ja, mal schauen. Und ja, es ist momentan wieder reduziert. Mensch. Also wenn du einen 10er übrig hast, hol's dir. Eigentlich gerade nicht. Aber nee. Gut. Warum besitze ich alles von Witcher 3? Ich mag das Spiel. Ich hab's auch nicht Bock, die nächste Zeit zu spielen. Also Yakuza 4. Packen wir zu den anderen Yakuza-Teilen. Wo sind sie? Ja, Yakuza ist an mir vorbeigegangen, leider. Also auf nicht gespielt. Nee. Yakuza, sonst irgendwas noch, packen wir mit dazu. Apex Legends. Gehört bei mir mit in die Gaming-Hölle. Ja, würde ich mich anschließen. Es ist EA, es ist Fortnite halt mit EA im Hintergrund. Also, Celeste. Sehr gutes Spiel. Scheiße schwer, aber ja. Kommt bestimmt noch irgendwo, wenn wir hier noch die... Wie hieß das Spiel, was ich letztes Mal angetestet habe? Das fand ich gar nicht so gut. Was du super findest. Was so ähnliches wie Celeste, irgendwie das. Super Meat Boy? Nee. Dieses Manga-Spiel. Wo willst du es hinhaben? Celeste. Kann ich nicht beurteilen. Ich hab's zu wenig gespielt dafür. Hast du nicht gespielt? Okay, nee. Dann packen wir es zu nicht gespielt. Was für ein Manga-Spiel meinst du?
Und das gab's in Epic Games irgendwann mal kostenlos. Ich muss mal gucken, ich habe alle Epic gespielt. Das, was du stundenlang gespielt hast, wo du, da gab's so ein... Ich hab mal ein Jump'n'Run? Stundenlang. Ist kein Jump'n'Run, das ist so ein Open World... Zelda Breath of the Wild, die Genshin Impact. Genshin Impact, das ist scheiße. Das finde ich, das ist. Ich hab's mal angetestet, ich hab's mal 2-3 Stunden gespielt und ich find's gar nicht gut. Ich find's nicht gut. Ich find's auch nicht gut. Ich hab das nur. Du hast mir doch empfohlen, du hast mir gesagt, spiel das mal. Ja, natürlich habe ich es empfohlen, weil es unglaublich schlecht ist. Es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Es ist so ein Abzock-Ding. Ich meine, ich bin froh, dass ich den einen coolen Charakter hab und ich jederzeit mit dem spielen kann, aber es ist so ein Grind-Abfuck aus der Hölle und so das es basiert sogar nur auf Geld, Kohle hast, machen. Du hast, glaube ich, sogar mal gestreamt, oder? Hast du das nicht mal gestreamt? Ja, natürlich. Weil es populär war. Aber. Okay, Chiwoid, wir müssen weitermachen, damit wir heute noch zu einem Ende kommen. Ja, was ist das? Chiwoid Trigger. Chrono Trigger. Fantastisches Spiel. Habe ich gespielt. Retro-Spiel. Kann nichts sagen. Sehr gut. Einfach straight sehr gut. Sehr gut oder gut? Das ist das beste Retro-RPG, was du finden kannst. Kommt zu gut. Meiner Meinung nach. Kommt mit zu gut. Okay, dann kommt es zu gut. Ich sehe gerade Dining Isaac. Das ist gerade. Das muss so sehr gut hin, weil ich schon aus diesem. Ich höre dieses Bild reden. Ich bin sehr gut schreien. Es ist auch ein sehr gutes Spiel. Das ist eine Legende. Ich habe nur Gutes von. Ich habe es nie gespielt, nie irgendwo gesehen, aber. Vielleicht müssen wir es deswegen bei nie gespielt reinpacken, aber also Blinding Isaac, das ist so ein Meme, es ist halt so gut, das ist halt. Blinding of Isaac, ja, das ist ein sehr gutes Spiel. Ich gucke mir andauernd irgendwelche Isaac-Streams zum Einschlafen an. Hast du es gespielt? Also ja. Oder du kennst. Ich müssen was zu sehen gespielt, aber ich kenne so ziemlich alle Items, ich kenne so ziemlich alle Strategien. Ich habe. Also sehr gut, oder was sagst du? Selbst, ich würde das auf sehr gut machen, ja. Ist an Roguelikes wahrscheinlich das Beste, was du kriegst. Okay, jetzt haben wir hier. Dishonored 1 und 2 nie gespielt, beide. Nie gespielt, hier haben wir Dishonored auch. Firewatch. Hast du es gespielt? Was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Musst du spielen, das ist. Ich würde sagen, es ist das der ist Peak, Epic der Games? Ich glaube, das ist der Peak, der an Walking-Simulatoren erreicht werden kann. Was Besseres findest du nicht. Das ist so eine starke Story, das ist so eine starke Welt. Das ist so ein starkes Spiel. Simulator, ich mal. Ich habe den Walking Simulator gespielt. Guck gerade mal nach, ob ich das habe. Firewatch sagt mir tatsächlich mal was. Ja, das ist das Timber Spiel, was Park, so ich. Gut war, dass das Team, nicht das Studio, sondern das Team, einfach instant von Valve abgekauft wurde, um an Half-Life zu arbeiten. Nee, ich glaube, ich hab's nicht. Ich guck mal, wie viel es kostet, weil das musst du haben. Das ist 100%. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Also nie gespielt. Oder hast du was gespielt und kannst was sagen? Ich hab's gespielt, ja. Ich hab's mehrfach gespielt. Firewatch kostet 20 Euro. Ich guck mal, vielleicht kriegst du es zu Weihnachten. Also, was sagst du? Das ist auch sehr gut. Sehr gut. Muss es. Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt einen Trainer angucken, um es dazu wissen. Keine Ahnung. Das ist etwa auf dem Level wie Life is Strange, nur besser. Hier. Okay, For Honor, irgendwas steht dort. Ja, For Honor. Hab ich eine Weile gespielt. Competitive Prügelspiel. Nie gespielt. Du schlägst Leute mit Speeren und Schwertern. Also, nicht meins, aber ja. Wo soll's hin? Also auf schlecht. Ja, kannst du auf schlecht. Ich glaube ja immer noch nicht, dass du Resident Evil 6 dorthin gepackt hast. Ich find Resident Evil 6 furchtbar. 6 würde ich definitiv auf Naja packen oder auf okay. Das ist definitiv. Nein. Für mich kommt es auf okay. Ich hab dann Let's Play Parts von gesehen. Ich find's definitiv. Da bin ich definitiv anderer Meinung. Für mich kommt das höher. Okay. Apropos Resident Evil, hast du den Trailer zu dem neuen Film gesehen, der tatsächlich die Spieler hat? Nee, die Resident Evil Filme bin ich kein Fan. Die Resident Evil Filme haben einen neuen Regisseur und ein neues Team, da bin ich raus. Nein, das ist... Ich bin sehr froh, dass... Lass mal weiter hier.
ich bin sehr froh, dass Mila Jovovic und ihr Mann endlich eine neue Reihe zum Ruinieren gefunden haben, nämlich Monster Hunter. Hm. Jetzt werden die Resident Evil Filme nämlich echt gut, das sah nämlich nach echt gutem Horror aus. Heißt das Mila, weißt du, woher ich Mila Jovovic oder wie die gesprochen wird, kenne? Fünftes Element. Aus, nee, die drei Musketiere, da gab's einen Film. Ja, der eine Film, mit dem sie gut war. Da hat sie diese eine Dame, diese Lady der Winter hat sie gespielt. Ja, der einzige Film, in dem ihre absolute Ausdruckslosigkeit und mangelnde Schauspielkunst in jedem Punkt passend war. Da war es tatsächlich sehr gut. Das muss ich sagen, das war sehr gut. Ja, weil sie so null Emotionen in jeder Szene gezeigt hat, quasi nur abgelesen hat. Das passt auf die Rolle perfekt. Das ist gut. Gute, perfekte Besetzung dafür. Ja. Nee, perfekte Besetzung ist Orlando Bloom auf den vielleicht schwulen Grafen von Buckingham. Buckingham. Der Film ist allgemein so ein unterschätztes Trashfest, ganz ehrlich. Ich gucke ihn so gerne. Das glaube ich. Ist eine deutsche Produktion, Filmpark Babelsberg. Babelsberg gedreht, ist halt so gut. Orlando Bloom in der großartig, das ist halt einfach. Es ist so ein unglaublich fantastisch beschissener Film. Das ist so großartig, ich feiere diesen Film. Was sagst du zu Inside? Inside hast du gespielt? Nee, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Nee, das müsstest du besitzen, das gab es letzte Woche auf Epic. Inside? Hast du mir nicht geholt, oder? Inside, ja. Gab's auf Epic. Spektrum. Das ist quasi Limbo 2 gewesen. Habe ich es übersehen und mir nicht geholt. Siehst du gerade nicht. Kostet auch momentan nur 3,99, also. Ich habe gerade kein Geld. Also bis zum ersten kannst du es noch für 3,99 haben. Das ist schade, weil Limbo und Inside sind gute Spiele. Sag wo wir jetzt hin. Ich weiß es nicht. Gut, würde ich sagen. Auf gut. Jetzt haben wir Star Wars Jedi Fallen Order. Nicht gespielt. Habe ich nur Schlechtes von gehört. Habe ich nur Gutes von gehört und einer meiner Lieblingsschauspieler spielt die Hauptrolle, also ja. Journey heißt das Spiel. Journey, höchste Stufe, sofort. Okay. Journey ist eigentlich ein eigenes Tier, das ist... Weiß ich nix. Das ist kein Spiel, das ist eine Erfahrung, die du haben musst. Also sehr gut neben Firewatch. Ja. Das Tier sieht auch ähnlich aus, zumindest vom... Firewatch ist ein narratives Spiel, ist quasi Life is Strange und besser. Und jetzt haben wir Left 4 Dead 2. Ist fast schon legendär eigentlich. Weiß ich nix. Es ist fast schon legendär, würde ich sagen. Ist auch auf sehr gut. Wäre es Left 4 Dead 1, würde ich es auf legendär sogar setzen, aber ne. Limbo? Kommt auf sehr gut. Sag ich, kann dir auch nichts zu sagen. Hat einen ähnlichen Stil wie hier. Wie Inside, ja. Ist der erste Teil quasi davon. Inside. Also zu gut mit dazu, zu Limbo, zu Inside mit dazu. Muss höher. Limbo ist besser als Inside. Meinst du? Ja, okay. Es ist besser. Wie du meinst. In Sachen Indie-Spielen, da habe ich eine ordentliche Meinung. Das sage ich gleich. Mortau habe ich nicht gespielt, aber ich habe es als sehr lustig abgespeichert. Outlast kommt bei mir sehr schlecht hin, wenn ich sagen müsste. Hat es dich erschreckt? Ich hab's nicht gespielt, deswegen müsste ich bei mir nicht gespielt mit den Partner, aber. Outlast muss eigentlich auch sehr gut, weil Outlast und Layers of Fear sind, wie gesagt, die beiden Gegensätze des Horrors. Das eine, wo nichts passiert und nur Atmosphäre da ist, und das eine, wo du einfach nur draufkriegst. Hast du's gespielt? Ich hab's gespielt. Okay, aber ich würde es definitiv nicht, allein deswegen, weil es zu gruselig ist. Deshalb, es macht das, was es soll. Outlast ist einfach nur voll in die Fresse. Ich pack's immer weiter drauf, immer noch ich schlimmer. Naja, deswegen, weil es immer ja, drauf okay. ist. Ja, okay, du magst ja keinen Horror. Okay, ist gut. Getting over it. Schwanke ich zwischen legendär und ab in die Hölle. Packen wir's ab in die Hölle. Ja, okay. Wir müssen ja dem Stil auch treu bleiben. Im tiefsten deines Herzens weißt du, dass das in die Hölle gehört. Auch wenn es legendär ist. Papers, please...
Das ist deins? Auch wenn ich es nie zu Ende gespielt habe. Sehr gutes Spiel. Hast du es nicht mal eins von den Enden gekriegt? Ich hab's, es war irgendwann zu wild durcheinander, das habe ich dann irgendwann abgebrochen, aber okay, sehr gutes Spiel. Sehr gerne gespielt, sehr gutes Spiel. Gibt es als Let's Player bei mir. Den 20-Minuten-Film auf YouTube, meinst du? Den habe ich gesehen. Der ist auch so gut. Das Spiel habe ich übrigens auch gespielt, Minute. Das ist auch geil. Achso. Kommt hier, glaube ich, nicht mit drin vor, aber es war sehr gut. Habe ich nicht zu Ende geschafft, weil es da, glaube ich, einen Bug gibt. Da gab es auch einen Bug bei mir. Bin ich nicht weitergekommen. Resident Evil 7. Auf sehr gut. Habe ich beim Gronkh gesehen im Let's Play. Und beim Let's Play Marcus habe ich zweimal gesehen. Ich habe es auch bei mehreren Leuten gesehen. Gut. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ist definitiv, kann ich auch sagen, sehr gut. Es ist das stärkste Resident Evil. 8 ist sogar noch ein Stückchen drunter. Jetzt haben wir, bevor wir weitermachen, muss ich jetzt hier sagen, Life is Strange auf jeden Fall. Life is Strange, da wollte ich mit dir mal drüber reden. Life is Strange Before the Storm habe ich jetzt das erste Kapitel schon abgeschlossen. Ich finde es großartig. Du hast mich vorgewarnt, dass das schlecht sei. Ich finde es großartig. Es könnte fast ein Spiel mit Life is Strange 1 sein. Es ist genauso gut wie Life is Strange 1 bisher. Also ich habe das erste Kapitel erst gespielt. Life is Strange und Life is Strange Before the Storm würde ich auf eine Ebene setzen, nämlich auf sehr gut. Legende gehört es nicht, würde ich sagen, nee, aber. Bestes Spiel aber nicht, aber auf sehr gut, definitiv. Before the Storm mit dazu. Before the Storm mit dazu. So, Beat Saber. Kein VR-Setup. Nicht gespielt oder was? Nö, ich besitze nicht mal die technische Möglichkeit, es zu spielen. Silent Hill 2? Das muss jetzt wirklich sogar auf dieselbe Stufe wie Tetris und so weiter. Nee, das ist quasi der Prototyp für Survival Horror. Kommt auch das, sehr gut. Nee, ich bin kein Fan von Horror. Es hat so eine Fanbase, das muss maximal hoch. Für dich gerne ist auf maximal sehr gut, aber. Das muss auf dieselbe Stufe wie Metroid, Portal und so weiter. Das ist das höchste Level an Horror, Survival Horror, das du haben kannst. Mit Pyramid Head und dem ganzen Zeug. Das höchste Level an Horror ist Little Nightmares für mich. Für dich, aber da müssen wir jetzt mal objektiv sein für die. Nee, das ist keine objektive Liste, Morty. Na gut. Weil du es bist, sehr gut. Und da lass nichts ran an die besten, Bestspiele ever. Das ist. Nee. Da kommen nur Legenden, wahre Legenden rein. Sims 4. Sims 4 ist Schmutz. Ja. Selbst nicht wirklich gespielt, aber. Das muss auf sehr schlecht. Das ist ja, nur sehr Geld. Schlecht. Das ist nur Geld in die sehr tiefen Taschen von. Ja, du kannst ja auch ohne Geld. Ohne du kannst, ja. Ja, du musst natürlich mal kaufen. Du willst eine Arbeit für deinen Sim haben. Zahl uns Geld. Ja, das Blödsinn. Der Blödsinn. Zahl uns Geld. Du willst dein Haus auch einigermaßen einrichten. Zahl uns Geld. Die Scheiße ist halt, dass es da 500 Packs zurück gibt, dass da mein Haus, mein Dings halt. Ja, sehr schön. Ja, es gibt alles als Packs. Oh, das ist scheiße. EA halt. Okay, haben wir noch. Das kommt definitiv, da müssen wir uns nicht streiten. Es kommt auf die Legende-Liste hoch. Es hat uns die Wii erklärt. Wii Sports gehört da mit rein, das ist definitiv. Ja. Eines der besten Spiele ever. Jetzt haben wir Second Son. Nie gespielt. Wie weit hieß die Spielerei nochmal? Es macht nicht zu lange, wir wollen jetzt hier fertig werden. Ja, habe ich auch nicht gespielt. Aber habe ich alles sehr gut abgespeichert. Civilizations. Nicht gespielt. Nicht meine Art Strategie. Spider-Man für die PS4. Spider-Man PS4, sehr gutes Spiel. Ja, irgendwie auch nicht gespielt, aber. Ja, nicht unbedingt vom Gameplay her. Gameplay-mäßig ist es halt ein Spider-Man-Spiel, aber die Story ist unglaublich stark. Also gut oder? Auf sehr gut. Na, wenn es kein Gameplay hat, dann muss es. Das Gameplay ist dasselbe wie bei Spider-Man und Arkham, also ist ein gutes Gameplay.
Also gut. Es ist dasselbe wie immer. Die Story reißt halt raus. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Mitgefühl für Story ist halt Dr. Octopus. Das erste Mal. Der ist so ein starker Charakter gewesen. Und die komplette Wandlung war komplett nachvollziehbar. Jetzt haben wir Spore. Spore habe ich 100 plus Stunden gespielt als meine absoluten Lieblingsspiele. Okay. Auf gut. Auf gut. Habe ich auch nicht gespielt, kann nichts zu sagen. Die Weltraumphase. Was haben wir jetzt hier? Kann ich nicht sehen. Schulship Edition. Solarship. Das ist Bully, das ist das unbekannte Spiel von Rockstar. Ich habe mir sehr viel zu angespielt. Ich hab's auf der Liste. Gab's das bei Steam? Ich weiß nicht. Nee, hab ich nicht. Ja, wie ich Galaxy und Galaxy 2, da muss ja leider auch hier rein. Deus Ex. Deus Ex. Human Revolution. Müsste auch ein Deus Ex sein, habe ich nicht gespielt. Factorio habe ich mir bei Gronkh angeguckt, aber nicht so großes Interesse dran. Also nicht gespielt. Fallout 4. Nicht so gut wie Fallout 3, aber solides Spiel, mittelmäßig. Das kommt zu gerade so, oder? Auf naja. Ja. Na ja. Man kann schon machen. Es gab es, glaube ich, auch irgendwo im Angebot letztens. Da habe ich mir das überlegt, ob ich mir das hole. Aber das gibt es gefühlt immer im Angebot. Habe ich dann nicht geholt. Was ist das jetzt hier? Auch, glaube ich, ein Fallout-Teil. Ohne Überschrift. Das könnte Fallout 4 sein. Speichern wir es mal als Fallout 4 ab, das ist ein bisschen besser. Fallout 4 ist es nicht, weil Fallout 4 ist hier. Fallout 3, sorry, das andere. Also, wo soll es hin? Bisschen besser als Fallout 4. Eine Stufe höher. Ja, Stufe höher als Fallout. Oder gleich auf die gleiche Ebene. Nee, es ist besser, auf jeden Fall. Fallout 76 kommt direkt in die Hölle. Habe ich auch nur Schlechtes von gehört. Habe ich Schlechtes von gesehen. Und sie haben es halt mit ihrem Public-Prinzip komplett gekillt. Wait, wenn das Far Cry 5 ist, dann haben wir vorhin Far Cry 3. Ja, dann war das andere doch Far Cry 3. Far Cry 3 ist ein gutes Spiel. Machen wir Far Cry 3, wenn du es siehst. Ich suche. War ein bisschen gepackt. Qualität ist bei mir gerade echt nicht so top in der Übertragung. Watch Dogs, Roblox. Wahrscheinlich auf nicht gespielt haben wir es. Ich würde auch das Far Cry 5 auf nicht gespielt setzen. Ja, Far Cry 3 war das hier. Dann kann man daneben packen. Nicht gespielt. Nicht gespielt. Far Cry 3, das, wenn das, das jetzt... Das ist ein Standalone. Far Cry 3 steht da aber, was ist das hier? Das ist Far Cry 3, das Hauptspiel, das andere ist Blood Dragon. Okay, also auch auf nie gespielt. Auf nie gespielt, aber das will ich unbedingt. Das ist voll mein... Was haben wir hier, Warcraft? Müsste World of Warcraft DLC irgendwas sein, nicht gespielt. Counter-Strike? Das müsste Counter-Strike Source sein. Source habe ich tatsächlich ein bisschen gespielt. Aber wir haben ja halt noch ein Counter-Strike nicht gespielt, weil Counter-Strike haben wir ja auch irgendwo schon mal... Ja, das würde ich auf naja setzen. Ich habe es ja gespielt, eine Weile. Okay. Aber ich mochte es nie so wirklich. Auf naja. Bei Fallout auf 4 naja. Mit dazu. Genau. Jetzt haben wir ein G. Das ist Gary's Mod, also TTT und so weiter. Oh ja. Ja, das ist gut. Das ist auch der Grund, warum ich mir Counter-Strike Source überhaupt gekauft habe, weil das dafür nötig ist. Würde ich auf sehr gut, oder? Oder bei gut? Für das, was möglich ist, würde ich es auf sehr gut machen. Kannst damit Animationen machen ja. Und sonst was. Das ist ein sehr gutes Programm. Okay, warte, ich habe jetzt noch irgendwie Undertale. Das muss auf legendär. Das kommt mit zu legendär mit hoch. Der Mann, der an dem Spinnenkampf gescheitert hat. Ja, auch wenn ich dran scheitere, ist das trotzdem nicht ein. Ich finde es trotzdem ein sehr gutes Game. Trotzdem, ja. Irgendwann muss ich. Bin trotzdem großartig. Irgendwann werde ich es nochmal. Das ist bei mir auf der Liste mit Batman Arkham Origins. Irgendwann werde ich es mal schaffen. Irgendwann werde ich es weiterspielen. Arkham Origins wirst du niemals weitermachen. Das habe nicht mal ich geschafft. Guitar Hero nicht gespielt. Kein Interesse an Musik. Guitar Hero nicht gespielt.
Heyday? Facebook-Spiel. Nein. Heyday. Ich finde es gerade so. Wir haben es beide nicht gespielt, aber das muss auf niedrigste Stufe. Schöne Parodie auf Payday. Das ist Heyday. Nein, es ist Clash of Clans mit der Farm. Ja. Ich find's nur so lustig wegen Heyday zu Payday. Das ist mein Humor. Heyday müsste auch noch irgendwo da drin sein. Hitman. Ist Blood Money, oder? Blood Money steht dort, ja. Gutes Spiel. Hab ich. Und habe ich auch gespielt. Ich kenne nur die ganzen Hitman-Memes, wo dann halt. Der Koffer! Nee, ich kenne diese. Wie heißt das? Dieses Müllnetzwerk, dieses furchtbare. Ja, auf Musical.ly. Ja, TikTok. Wo es halt immer diese Videos gibt, wo einer ein Glas voll Glas dem anderen hinstellt, dann was reinmixt, umrührt, der andere wegschaut und der Hitman das selbst austrinkt und umgibt. Das ist diese Memes davon. Ja, allein für sowas ist Hitman gut. Oder halt der Koffer. Du wirfst den Koffer und er wird sein Opfer treffen. Also egal, auf gut ob das oder auf sehr gut. Oder sonst was. Das ist auf gut. Die Hitman-Reihe allgemein ist auf gut. Das haben wir Hotline Miami. Das habe ich tatsächlich gespielt. Ist auch ein gutes Spiel. Das ist wirklich? So Vogelperspektive, du schießt Leute zu geiler Musik ab. Es wirkt ja sehr nach Trash. Es ist ein stimmiges Spiel. Es ist nicht trashig, es ist echt gut. Steuerung ist auch super. Ja, weil ich wirklich nichts zu sagen. Ich würde es nie gespielt packen, weil ich nichts zu sagen kann. Nicht mal gehört. Den anderen habe ich ja irgendwie was schon zumindest mal gehört. Den habe ich mal. Just Cause 2. Just Cause 3 ist fantastisch. 2. 2 oder 3? 2 steht da hinten daneben. 2 habe ich nicht gespielt. Ich habe nur 3 und 4 gespielt. Nicht gespielt. Wir haben Kingdom Hearts. Welcher? Frag mich nicht welcher. Sehe ich nicht drin. Es wird dann wahrscheinlich der erste sein. Der erste ist ein furchtbar schlechtes Spiel. Habe ich nicht gespielt, aber. Und Moment, ich muss mal ganz kurz meinen. Ich kann den Stream einfach hier öffnen. Alles gut, alles gut. Aber wenn du den Stream dir anguckst, der hat Verzögerung. Ja, ich hab den nur zur Überwachung offen. Weil wo sagst du? Ja alles. Wo sagst du Kingdom Hearts 1? Kingdom 1 muss auf sehr schlecht. Es ist ein sehr schlechtes Spiel. Okay, da kann ich nicht sagen. Metro wahrscheinlich, irgendwas mit der 2033 irgendwie. Ja, das besitze ich, habe ich aber nie gespielt, soll aber gut sein, also nie gespielt. Mount and Blade. Auch nicht gespielt. Guck gerade mal kurz. Kann ich hier gerade mal. Okay, ich habe keinen Chat als Pop-out. Vielleicht kann ich dann irgendwie. Ich kriege das dann doch auch nochmal hin, das mir der anzeigen zu lassen. Muss man nachher mal gucken. Mountain Blade hast du nie gespielt. Mountain Blade habe ich nicht gespielt. Habe ich auch nicht wirklich Interesse dran. Das ist nicht mein Genre. Und was ist das hier? Wieder kein Titel drüber. Das könnte Nier Automata sein, Moment. Nie gespielt, das ist, oder? Das ist Nier Automata, das muss auf. Es ist nicht Nier 1, also muss es auf sehr gut. Was? Ja. Du machst die Spiele. Das ist halt. Das ist ein. Sag mir nix. Es ist ein unglaublich starkes Spiel. Allein die Story sehr ist gut. Auf dem okay, Punkt. Das sagt mir echt nichts. Der besten. Allein schon das Bild finde ich ein bisschen, naja. Logik 2. Kenne ich nicht. Nicht mal von gehört. Path of Exile. Das ist das. Path of Exile, das ist ein MMO. Nicht gespielt. Plants and Zombies? Welcher eigentlich fast eine Legende. Steht nicht drin, aber der neueste. Ja, der erste. Und der erste wird wahrscheinlich. Den ersten können wir beide wahrscheinlich auf sehr gut sagen. Auf sehr gute Legende würde ich nicht sagen. Naja, fast. Nee. Fast, aber dafür, fast. Wenn es das erste Tower Defense wäre oder so, aber ja. Postal 2? Postal 2 nicht gespielt, aber ich weiß, der Priest Simulator geht sehr nah ran, das heißt, ich würde es lieben. Aber. Nicht gespielt. Prototype? Moment, erster oder zweiter Teil von dem, was jetzt kommt? Keine Ahnung, steht nicht drin.
Dann wird es. Müsstest das Cover dir angucken. Dann wird es wahrscheinlich der Vorgänger zu Prototype 2 sein, über den man in Deutschland besser nicht reden sollte und der indiziert ist. Deshalb sagen wir mal, wir haben ihn beide nicht gespielt und werden dazu nichts sagen und ihn totschweigen. Mhm. Okay. Aber ich kann sagen, ich liebe Prototype 2. Ich dachte, du würdest totschweigen. Prototype 2 ist nicht indiziert. Gibt es in Deutschland frei zur Verfügung. Wenn du. Ich sag nur Wolfenstein war ja auch indiziert. Wolfenstein war indiziert, ja. Das sind so in Deutschland und Indizierungen. Naja. Rainbow Six ist. Zähl noch Hitman 3, das ist der neueste wahrscheinlich. Hitman 3 auf maximale Stufe, wie das andere. Hitman 3 allein dafür, dass sie das Community-Meme mit dem zielsuchenden Koffer eingebaut haben als Funktion im Spiel. Nein, dafür müssen sie auf maximale Stufe. Rainbow Six Siege, das. Rainbow Six ist ab in die Hölle. Komm jetzt hat zu Apex, komm direkt neben Apex hin. Ja, hat eine furchtbare Community, finde ich. Ist auch ein schlechtes Spiel. Kann ich so nicht sagen, aber sie machen halt gespielt, den Fortnite-Move und machen bunte, lustige Skins in ein Polizeispiel, in dem es um Jagd auf Kriminelle geht. Ja. Saints Row 2, du bist ein unheimlicher Saints Row-Fan. Saints Row 2 ist nicht gespielt. So stark. Saints Row 2 habe ich auch tatsächlich nicht gespielt, aber viel zu angesehen. Nicht gespielt. Nicht Sniper gespielt. Elite 2, 3. Sniper Elite, keine Verbindung zu, kenne ich nicht. Nicht gespielt. Stalker. Sagt mir absolut nichts. Ist auf meiner Liste, aber habe ich noch nicht gespielt. Battlefront 2. Das neue oder das alte? Hier haben wir noch ein anderes, das scheint ein neueres zu sein. Ja, das andere ist das neue, das heißt, das ist das alte. Das alte ist super gut. Das andere ist sehr gut und das neue ist. Da habe ich auch nur Müll von gehört. Das neue soll schlecht sein. Das neue soll schlecht sein. Das neue war am Anfang schlecht wegen der Payment-Methode, aber ich habe es gratis gekriegt. Anfang war es doch gut. Ich habe gratis die volle Version mit allen Charakteren gekriegt, also ich spiele es sehr gern teilweise. Und ich bin ein unglaublich guter Standard-Sturmtruppler und ein sehr, sehr guter Chewbacca. Also wo packen wir es hin? Ich würde es auf gut machen. Ich mag es sehr gern. Muss nebeneinander. Ja. Ist ja im Grunde immer super hot. Ja, super hot ist eigentlich eine Legende. Okay. Dann bist du sehr gut. Hast du nicht gespielt oder was? Sag ich, weiß nichts zu. Guck dir mal ein Let's Play dazu an. Das ist. An sich? Ja. Eines der besten Indie-Spiele, die es so gibt. Gut. Jetzt haben wir System Shock 2. System Shock habe ich nicht gespielt. Ist an mir vorbeigegangen, leider. Pokémon erste Generation, Pokémon Rot und Blau. Wir wissen beide, auf welche Stufe die kommt. Ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht gut, aber wir müssen es zu einer Legende Bestes Spiel ever packen. Es ist das erste von Pokémon. Das da ist das Spiel, was das teuerste Franchise des Planeten. Spiele Legenden, mal umbenannt. Ja. Ja, Pokémon, die erste, das ist halt. Ich habe ja Pokémon Gelbe Edition habe ich gespielt. Sogar im Let's Play auf YouTube. Und ja, es ist halt nichts Besonderes, wenn man andere Spiele kennt. Aber es setzt halt. Ist halt so genial, weil es halt die Anfänge setzt, weil es halt den. Es ist halt das erste. Es ist halt großartig, weil es ist halt. Also wer alle anderen Editionen gespielt hat, der findet es langweilig, weil es schon x-mal in selber Art woanders gesehen hat, weil es halt die Blaupause sozusagen für alles andere. Aber dadurch, dass es die Blaupause für alles andere ist, ist es halt so gut. Ist halt. Exakt. Also ein Nintendo-Kiddy, was heute anfangen würde und das Spiel spielen würde es weglegen nach 2 Minuten und sagen würde, nee, das kenne ich doch, das habe ich in anderen Spielen besser gespielt. Es wurde in anderen Spielen besser gemacht, aber es ist halt die Blaupause und es ist halt das erste Mal, dass es halt so gemacht wurde. Es ist halt Animal Crossing New Horizons, schönes Spiel. Habe ich nicht gespielt. Gern gespielt. Habe ich auf der Switch habe ich öfters schon gespielt. Ja, würde ich wirklich zu. Nichts zu sagen, aber es ist ich pack's immer zu, sehr entspannt. Ich pack's zu. Ja, doch, zu sehr gut. Pack's mit rein. Gehört dahin. Kann ich nichts zu sagen.
Pokémon Schwarz 2. Schwarz 2. Ich würde sagen, sehr gut. Schwarz, also Pokémon Schwarz, würde ich mich mit dir streiten, würde ich sagen, das ist schlechter, aber Schwarz 2 ist wirklich, ist gut. Habe ich leider auch nicht gespielt, habe ich angefangen zu spielen, aber muss ich mal noch machen. Moment, wenn man über fünfte Generation redet, dann redet man immer über Schwarz-Weiß 2. Schwarz-Weiß 2 ist wirklich großartig. Schwarz-Weiß ohne 2 dahinter, das kommt runter. Ist immer noch gut, aber es ist in jedem Punkt schlechter. Nee, das würde ich nicht mal auf gut, also Schwarz-Weiß 1 würde ich auf da haben sie neue schlecht Dinge oder versucht. Sehr schlecht, nee. Und in Schwarz-Weiß 1 haben sie neue Dinge versucht, okay, in Schwarz-Weiß 2 haben sie neue Dinge gemacht. Schwarz-Weiß 2 kommt auf gut, würde ich sagen. Sehr ja, gut würde ich nicht sagen, aber... Okay, bin aber es ist, ich finde, also, das ist das beste Pokémon. Also Schwarz und Weiß ohne die, Schwarz und Weiß 1 kommt bei mir maximal auf gerade so, wenn nicht sogar auf schlecht. Das ist nee. Cuphead, was hast du gespielt? Ich habe es mir angesehen bei mehreren Streamern. Ich war dabei, als jemand von Anfang bis Ende sich durchgeheult hat im Grunde. Also, es war fantastisch. Ist ab in die Gaming-Hölle oder sehr gut? Es ist eigentlich sehr gut. Es ist sehr gut für das. Aber es kommt sehr an Getting Over It ran, weil es genauso frustrierend ist. Ja, aber es ist eine andere Art von Frust. Es ist derselbe Frust wie bei Dark Souls, dass du halt, wenn du es einmal geschafft hast, dann bist du halt. Dann geht's die nächste Woche gut. Death Stranding. Ich hab's nicht gespielt, aber ich habe mir sämtliche Cutscenes, alle 24 Stunden davon angesehen. Nicht gespielt. Die Story ist sehr gut, aber ich hab's nicht gespielt, nee. Ach, wie ich schon öfters gesagt habe, ich habe den Working Simulator gespielt, da brauche ich Death Stranding nicht. Sagst du nur, weil du es nicht gespielt oder nicht gesehen hast. Okay, Diablo 2. Diablo 2 hab ich damals relativ intensiv gespielt. Ja, gutes Spiel. Ist ein gut. Schönes Spiel. Es kommt bei gut hin. Ja, kommt bei gut hin. Okay, haben wir jetzt Play 2. A-Toy Play 2. Ich wünschte, ich würde es nicht kennen, aber so. Das ist für die Hast Hölle. Du gespielt oder was? Ich hab's nicht gespielt, aber ich habe es mir angesehen. So ungefähr wie hier das für die Switch, dieses Tech-Demos-Spiel, was wir für einen Vollpreis verkauft haben. Nein. Das Spiel. Nein, es schlimmer. Dieses, wie hieß das? One-to-Switch? Kennst du noch One-to-Switch? Ja. Erinnerst du dich an die Xbox Kinect? Nee. An das, wo dein Körper quasi mit einer Kamera als Controller funktioniert? Nee, kenn ich nicht. Es ist das. Als Spiel. Also Spiel in Anführungszeichen, das ist unglaublich schlecht. Was das Schlimmste, was ich hier gesehen. Lass uns mal weiterkommen, es ist gleich 23 Uhr. Oha. Ja, komm. Grounded, was sagst du dazu? Nicht gespielt. Aber ich habe gesehen, dass ich gesehen soll. Ich werde es wahrscheinlich heute angucken. Just Dance 2020. Wäre es der Wii-Teil, würde ich sagen, sehr gut. Ja, aber also so habe ich nicht gespielt. Nicht gespielt, ja, sagen wir es. NBA 2K20. Das neue Basketballspiel. Basketball interessiert mich leider nicht, also nein. Nicht gespielt. Persona das 5? Das müsste Persona 5 Royal sein. Nicht gespielt, hab oder? Habe ich mir noch nicht gegeben, ne. Sly 3? Das ist eine von den Reihen, sie würde mir wahrscheinlich gefallen, wenn ich anfangen würde, also nicht gespielt. Spec Ops? Klein? Das müsste ein Call of Duty sein, das heißt auch schlecht. Schlecht. Ja. Ja. Valorant, haben wir vorhin drüber geredet. Valorant, ja, selbe Stufe wie Fortnite und das andere Zeug. Das ist halt, ich... Ja. Von dir in die Hölle. Ja. Ja. Ist halt dieselbe Art Spiel. Das ist das, womit ich nichts anfangen kann, was komplett abseits von mir stattfindet. Na, dann würde ich aber lieber tauschen, dann würden wir sagen Valorant fairerweise. Und du weißt, ja, was das verspielt. Valorant hoch in sehr schlecht und ist immer noch sehr schlecht, aber können wir das runter in die Hölle packen. Overwatch hat's für die Skandale verdient, ja.
Ah, was ist das? Crusader Kings 3 habe ich nicht gespielt. 2 ist es. Habe ich auch nicht gespielt. Divinity, ist es Original Sin oder ist das... Okay, ist Nummer 2. Original Sin steht dort. Ja, habe ich trotzdem nicht gespielt. Weißt du was? Ich vermisse hier ein Spiel. Das gehört hier noch rein. Ja. Das ist ein Indie-Spiel, wahrscheinlich relativ unbekannt, deswegen. A Plague Tale, das habe ich jetzt gespielt, da kommt jetzt bald ein zweiter Teil von raus. A Plague Tale, das kennt man eigentlich sehr gut. Großartiges Spiel, wirklich großartiges Spiel. Ich sehe hier auch schon mehr sehr großartige Spiele. Also A Plague Tale 2 habe ich noch nicht gespielt, ist noch nicht raus, aber A Plague Tale 1 wirklich, es macht vieles richtig, was andere Spiele nicht machen. Es ist ein wirklich großartiges Spiel, A Plague Tale wirklich. Fantastisch. Ich sehe schon, jetzt kommen wir gleich zu den Perlen. Okay, was ist das? Dead or Alive, das Tittenspiel. 6. Hast du gespielt, oder was? Jeder hat Dead or Alive gespielt. Ich ja, nicht. Ich habe sogar gespielt. Den Film gesehen. Wo kommt's hin? Kommt auch sehr schlecht, muss es. Sehr schlecht. Das ist das Spiel, was dafür bekannt ist, realistische Tittenphysik zu haben. Okay, jetzt haben wir hier Untitled Goose Game, das kommt auch sehr hoch. Das ist ja, wirklich ein sehr schönes Spiel. Es ist sehr spaßig, ja. Ein legendäres Spiel. Natürlich haben wir da drei Live drin. Ah, das Tittenspiel. Da würde ich gerne sehen, wer das auch sehr gut gepackt hat. Alle. Nur geile Typen. Ganz ehrlich, wenn es jetzt nur nach mir gehen würde, das wäre einfach auf legendär für das, was es ist. Was haben wir da? Dragon Quest XI. Dragon Quest habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht. Achtung, Dying Light. Darüber reden wir nicht, darüber wird hier nicht geredet, das kommt auf nie gespielt. Wir sagen zu indizierten Spielen hier lieber mal nichts. Dying Light, okay. Auf Twitch nicht. Nein, wobei ich unsicher bin, ob es noch indiziert ist, weil es war zwischenzeitlich mal runter. Okay. Fall Guys hast du gespielt? Fall Guys habe ich nicht gespielt, habe ich aber zuhauf gesehen. Fall Guys habe ich lange gespielt, also. Verstehe ich nicht, ich verstehe Fall Guys nicht. Mittelmäßig. Absolut mittelmäßiges Spiel. Sie sind zu langsam mit dem neuen Content. Es ist für mich definitiv sehr schlecht. Für mich, ich verstehe es einfach nicht. Wenn du sagst, ich würde es auf naja, oder? Ja, ich würde es auch auf naja setzen. Man kann es machen, es macht auch Spaß im Prinzip, aber. Es ist. Du weißt ja, 2020 war ein Jahr, da gab es 2 Fraktionen. Entweder du warst für Among Us oder du warst für Fall Guys. Ich bin definitiv Among Us. Du konntest nicht für Fall Guys und Among Us sein. Das waren die 2 kriegerischen Positionen. Among Us ist besser. Ich bin Partei Among Us. Ich bin was hier ja, auch drin fehlt. Was hier übrigens drin fehlt, das ist. Ja, gut. Das war halt die Zeit, entweder du warst für irgendwelche komischen Bodenviecher ohne Arme oder du warst für irgendwelche. Wollte ich übrigens, wo wir gerade bei Among Us sind. Wollen wir mal Goose Goose Duck gemeinsam spielen? Das gibt's kostenlos auf. Habe ich von gehört. Kostenlos. Das ist wie Among Us bloß mit Enten und Gänsen drin. Ja, ich weiß. Sehr schön. Habe ich von gehört. Müssen wir mal spielen. Das nächste, ich sehe einen dunklen Wald. Half-Life Alyx ist es. Habe ich nicht mal bei Gronkh gesehen. Ich warte, bis er fertig ist. Das soll wohl sehr gut gewesen sein. Ich hab YouTube Deutschland nur von Schwärmen hören. Ja, so auf wie soll wohl auf VR mit VR so das wohl das grauenhaftste, das schrecklichste, mit VR surreal, das beste VR Spiel überhaupt sein, wurde glaube ich auch ausgezeichnet für uns gehört, ja. Und soll wohl so, weil es ein Horror spielen, also halt so viele Leute also die YouTuber, die ich davon erzählt habe, ja, das war sowieso so gut, aber so schrecklich sein. Also in VR, da erschreckst du dich so, da verjagst du dich so sehr. Last of Us Part 2. Nicht gespielt, keine PS4 oder PS5. Jetzt haben wir hier was, das können wir nochmal davor nehmen. Ah ja, das Spiel, in dem es eigentlich nur darum... Das Spiel, in dem du lustige Sachen baust und Streamerinnen sexistisch beleidigen kannst. Mensch. Ich kenne nur das mittlerweile auf YouTube bekannte Meme hier von was woraus mittlerweile der YouTuber, das ist eigentlich ein YouTuber, der hat sich dann die Redensart Kutschern rausgesprochen. wenn du dein Flugzeug kutscherst, das ist einfach quer ins Gebäude reinfliegen und in 2 Teile teilen. Ja.
Hast du es gespielt oder? Nein, ich. Nicht gespielt. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid kommt auch mit dazu hier. Die Reihe kenne ich mich nicht aus mit. Oblivion. Bestes Elder Scrolls Spiel. Kommt zu sehr gut hoch, oder? Ja, leider nicht so gut gealtert, aber sehr gutes Spiel. Es ist besser als Skyrim, nur halt nicht so gut modbar. Jetzt zu Skyrim hier mit dazu. Ja, direkt daneben. Wir haben nicht mehr viel. Payday 2. Ich hab gesagt, Payday kommt noch. Habe ich eine Weile lang gespielt, ich kam aber nie rein. Was sagst du dazu? Ich würde es auf okay setzen. Auf okay. Okay. Ich sehe, dass man es lieben kann, aber ich tue es nicht. Ja, P3, Persona 3. Persona 3 habe ich nicht gespielt. Nicht gespielt. Pack, Persona 4. Habe ich auch nicht Golden. Persona Saints Row, The Third. Saints Row 3 habe ich das Stream hast du erst vor kurzem durchgespielt nochmal. Boah, ist das ein gutes Spiel. Gab's kostenlos auf Epic Games, habe ich mir geholt. Ja, du solltest es wirklich mal spielen. Es ist humortechnisch einfach Endlevel fantastisch. Und Modi sagt sehr gut, Modi schon. Ich mach's auf gut erstmal. Ja, sobald du die relativ nervigen Minispiel-Quests, wo alles eingeführt wird, durch hast, die Story ist so gut. Allein wenn du wenn du dich schönheitschirurgisch in den General von denen, gegen die du kämpfst, umwandeln lassen musst, weil du infiltrieren willst, was aber niemand abkauft, weil du nicht so klingst wie er. Das ist so eine gute Quest gewesen. Und das Ende, die Musik, alles. Alter, ist das geil gewesen. Ich sehe gerade Super Seducer. Das schwank ich. Entweder es muss in die Hölle oder es muss auf Legende. Es muss in die Hölle. Ich hab's bei Gronkh gesehen. Das war wirklich gelegen. Es gibt mittlerweile. Der Mann macht einfach weiter. Es gibt mittlerweile einen dritten und einen vierten Teil davon. Dieses Let's Play von Gronkh war wirklich Legende. Das ist wirklich großartig. Vor allem, was lustig ist, das, was er sagt, ist nicht mal falsch. Das ist. Modi. Nee, es sind teilweise wirklich gute Tipps, wenn du dich so ins Absurde steigerst, wie zum Beispiel, ich will mit allen nur ficken. Wenn zum Kennenlernen die Eisbrecher, die er hat, das ist wirklich gut. Naja. Das habe ich von Leuten bestätigt gekriegt, also, die das tatsächlich benutzt haben. Das funktioniert, wenn du Leute kennenlernen willst. Okay, Uri and the Will of Wisp habe ich selbst, ich habe es mal im Let's Play geguckt, ist scheiße schwierig, aber es ist wirklich allein wegen der Atmosphäre wirklich sehr gut. Ich habe auch kein Netz. Selbst nicht gespielt, aber viel von gesehen. Das muss auf sehr gut, weil es halt einfach. Allein das ist halt. Ich glaube, ich glaube, eine Demo-Version habe ich schon mal da. Habe ich es mal als Test gespielt? Ich glaube, es gibt es als Test auf meinem Kanal. Habe ich mal eine. Nicht von dem, aber von dem Vorgänger habe ich, glaube ich, mal. Ich glaube, ja, ich habe sogar mal gespielt. Eine Demo-Version habe ich davon mal gespielt. DuckTales müssen wir auch nachkommen. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Kommt auf die Legendenliste. Habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß, es soll ein gutes Jump'n'Run sein, aber. Das muss auf Spielelegenden. Warum? Weil es halt einfach eine Spielelegende ist. Darum. Ich habe gerade SpongeBob-Musik. So, Titanfall 2. Titanfall 2 soll der beste Shooter vom Waffenhandling und so weiter sein, habe ich aber nie gespielt. Okay, ich auch nicht. Call of Duty Warzone? Nicht gespielt. Muss ich sagen. Ich könnte, aber ich will nicht. Dawn of War? Ist das. Das weiß ich nicht. Was steht drüber? Es ist viel zu klein, das krieg ich niemals raus. Ich google gerade Dawn of War. Ah, Warhammer ist es anscheinend, oder? Ich kann es dir nicht sagen, das ist wirklich, also, wenn ich nochmal reinzoome, sehe ich es auch nicht, das ist. Ja, ist Warhammer Dawn of War. Habe ich keine Verbindung zu. Ich dachte, es wäre Mittelerde statt des Krieges. Ja, das haben wir hier schon oben. Nee, das war. Ah, nee, ja, stimmt, Schatten des Krieges haben wir oben. Schatten von Neptunia. Hyperdimension Neptunia. Ich sehe Anime und ich erahne Anime-Brüste, deshalb sage ich mal, ich habe es nicht gespielt. Moi, wir wissen es beide.
Wir müssen es meinen, dass du es gespielt hast. Ich habe viele, sehr viele Tittenspiele gespielt. Ich habe sogar die Demo zu Succubus gespielt. Aber das nicht. Okay, Shovel Knight. Will ich mal, aber habe ich noch nicht. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Deswegen, aber ich habe gehört, es soll ein gutes Spiel sein. Samura Warriors 4. Samurai Warriors, die Warriors-Spiele sind immer an mir vorbei. 4 und 2 auch gleichzeitig. Nein, nie gespielt. Dragon Ball Z. Welches? Kakarot steht dort. Oh, Kakarot ist scheiße. Kakarot. Scheiße rot. Kakarot ist scheiße. Scheiße rot. Hast du gespielt oder was? Ich hab's angefangen und hab's zurückgegeben. Also sehr schlecht. Ich fand's sehr schlecht, ja. Es macht halt alles falsch, was man von so einem Spiel falsch machen kann. Zu dem Tittenspiel mit dazu. Okay, Dead by Daylight. Habe ich lange gespielt, aber seit sie NFTs und die ganzen seltsamen Bezahlsysteme unterstützen, finde ich es nicht mehr geil. Also schlecht, oder? Aber sie haben Pinhead mittlerweile mit drin. Das heißt, das stuft schon mal ein bisschen hoch. Naja, oder? Und allein, gerade so. Allein für das Meme mit dem And I Came ist es schon wert. Naja, oder gerade so. Ja, mit den DLCs und den Charakteren, ja. Okay, Hollow Knight. Nicht gespielt, aber mag ich. Batman, Arkham. Kann ich nicht sagen. Arkham Knight steht da, glaube ich. Arkham Knight ist scheiße. Hast du gespielt? Ich hab's gespielt. Es ist sehr möglicherweise schlecht. Sogar mittlerweile spielbar, aber ich fand's absolut grausam. Sehr schlecht. Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator nie Interesse gehabt. Nee, gespielt. Irgendwas mit Heroes, Desperate. No More Heroes 2. No More Heroes ist an sich eine richtig geile Reihe, also will ich auf gut setzen. Aha. Sag mir alles wieder nix. Lernt man heute noch dazu. Ja, mir schon. Ich kenne halt Spiele. Auf gut. Aber auf was gut. Mit den. Ja. Okay, wir haben nicht mehr viel. Jetzt sind wir noch durch hier. Total War Shogun 2. Total War ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Subnautica, sehr gut. Ja, habe ich auch. Müsst ihr auch irgendwann mal spielen. Guck dir am besten einfach das Let's Play von Zombie an. Der macht das ganz gut. Habe ich mal teilweise reingeguckt. Sehr gut. Also ich liebe Subnautica. Muss ich ehrlich sagen. Warhammer 2. Das müsste Total War Warhammer 2 sein. Total Warhammer kann ich nicht viel mit anfangen, also auf nicht gespielt. Yakuza 5 hast du auch nicht gespielt. No More Heroes. Gut. Die ganze auch Spielerei ist durchweg gut. Warum war es jetzt hier? Ich hab bei gut. Ja, bei gut. Okay, jetzt haben wir Ghost of Tsushima. Müssen wir auf sehr gut setzen. Ich hab's nicht gespielt. Ja, hab ich bei Grund gesehen, soll toll sein. Ja, wir kennen es beide und das ist halt sehr, sehr gut. Kennen kann ich nicht sagen, aber ich glaube, einen Part habe ich dazu mal gesehen. Das ist wirklich. Ich kenne viele Leute, die es gespielt haben und die einfach sagen, das ist. An Samurai-Spielen das Beste, was du haben kannst. Bayonetta? Wahrscheinlich jetzt nicht für die ganze Reihe. Nicht meine Reihe. Call of Duty Black Ops Cold War. Call of Duty. Kommt jetzt auf die. Kommt schlecht oder? Es ist jedes Mal das gleiche Spiel. Ja, es kommt auf schlecht. Und ich frage mich allein schon den Titel Cold War. Ihr wisst schon, dass im Kalten Krieg nicht gekämpft wurde. Geht halt um den Kalten Krieg. Deswegen heißt er der Kalte Krieg. Du hast ja der Kings nicht gespielt. Kings. Cyberpunk hast du gespielt. Hab ich durchgespielt. Zweimal. Und was meinst du? Es ist schlecht, aber es ist nicht das schlechte Level von schlecht. Es ist lustig schlecht. Du meinst, es ist breathtaking. Ja, definitiv. Es ist breathtaking. In vielen Punkten, ja. Ich liebe Cyberpunk, muss ich echt sagen. Der Fotomodus ist super, es sieht geil aus. Also schlecht, oder was? Es ist halt nicht so schlecht. Es ist, naja. Gerade so. Ja. Gerade so. Ja. Ich freue mich aber auf die DLCs. Es ist breathtaking.
da braucht es eine eigene, da braucht es eine eigene Kategorie Breathtaking. Ja. Doom Eternal. Höchste Stufe. Also nicht legendär, aber sehr gut. Kriegen wir mal hin. Allein für den Soundtrack ist es schon sehr gut. Dann hätte das Spiel noch so schlecht sein können. Soundtrack killt das komplett. Mach ich mal hier hin. Okay, jetzt haben wir hier Final Fantasy VII, also 7. Das müsste das Remake entsprechend sein, kommt auch auf sehr gut. Oder nee, das müsste dann das Original sein. Original sieht nach einem Remake aus. Steht Remake dabei? Ja, Remake steht da drunter. Dann kommt es auf sehr gut. Dann kommt es auf sehr gut. Das Remake ist nämlich auch einfach nur sehr gut. Hat es? Nicht gespielt. Leider nicht gespielt, obwohl ich es mal mögen würde. Haben wir... Sag mir irgendwas. Das ist Hearthstone, das ist Kartenspiel, Scheiß. Sehr schlecht. Hast du gespielt, oder? Hearthstone habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Bei Gwent könnte ich ein bisschen was dazu sagen, weil ich es in Witcher 3 gespielt habe, aber so, nee. Super Liminal, Rätselspiel, Indie-Spiel, habe ich mir bei den Rocket Beans angeguckt. Gutes Spiel. Eigentlich müsste ich, wenn ich das, wenn das meine Liste wäre, müsste ich fast alle hier auf nicht gespielt packen. Ja, das glaube ich. Aber du hast ja mich dabei und ich habe viel gespielt und gesehen. Also sehr gut. Gut, würde ich sagen. Es ist nicht sehr gut. Aber ich glaube, das könnte dir sogar gefallen. Ja, das Bild sieht hübsch aus. Avengers. Ja. Marvel Avengers Game. Das Avengers-Spiel. Das Avengers-Spiel. Irgendwo zwischen Hölle und sehr schlecht. Also sehr schlecht. Ja, sehr schlecht. Ah, Avengers-Spiel. So furchtbar. Wasteland 3? Besitze ich, aber habe ich noch nicht gespielt. Okay, dann haben wir noch Like a Dragon. Yakuza? Ja, das ist Yakuza, noch. Like a Dragon. Nein, das muss ein bisschen gespielt. Höher. Das habe ich mir das nicht, hast nicht gespielt, oder? Tatsächlich. Ich habe es mir in dem Let's Play komplett angeguckt. Ja, das musst du dir. Du kannst dich jetzt nicht das eine Yakuza-Teil da rausnehmen. Nee, das müssen wir mit dazu. Das ist ein Spin-off. Das hat nichts mit der Hauptreihe zu tun. Deshalb, und es ist auch ein komplett anderes Spiel. Das ist ein rundenbasiertes RPG, während das andere halt Fighter sind. Und das ist echt gut. Von dem, was ich gesehen habe. Das habe ich mir sogar bei Gronkh angeguckt in den Stream. Ich habe es nicht gespielt, du hast es auch nicht wirklich gespielt. Und gönn mir zur Yakuza-Reihe. Das ist halt ja, trotzdem, ich würde das einfach aus Prinzip, weil das grafisch und storymäßig mit den Sidequests und Optik und Gameplay, wie ich es gesehen habe, einfach echt rund ist. Das will ich auf gut setzen. Ein Widerspruch in sich, aber... Wieso? Es ist ein Spin-off, es ist ein anderes Spiel als die anderen. Auf gut. Auf gut, ja. Okay, haben wir es endlich durchgeschafft. 13:12 ja. Haben wir jetzt. 23:12 Uhr. Ja, haben wir es geschafft. Warte, ich download's noch gerade mal. Kann ich es gleich mal auf Twitter posten. Gut, dann will ich den Stream hier schon mal beenden. Verabschiede ich dich mal. Ich lasse das ja mit im Hintergrund noch an. So, na dann. Da ist es.